Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute da draußen an den Geräten. Hier sind wir wieder bei Spectral Radio mit Timo. Hallo. Und mir. Hey, hallo. Und mit meinem Heuschnupfen. Den wir heute als Gast dabei haben. Hallo, hallo, den Heuschnupfen. Den hatten wir letztes Mal schon als Gast dabei. Ja. Und aufmerksame Zuhörer werden es mitbekommen haben, denn ich habe Easter Egg-mäßig in der letzten Folge ganz viele versteckt. Genau. Wenn ihr alle findet, dann herzlichen Glückwunsch. Dann dürft ihr sie gern behalten. Dann dürft ihr als Hauptpreis nochmal die gesamte Folge hören. Eine Folge eurer Wahl. Das ist doch ein Megapreis, oder? Finde ich gut. Ich empfehle die über die Entstehungsgeschichte von Ghostbusters 3. Ja. Da habt ihr dann am meisten von. Die kann man auch über mehrere Wochen hören. Das stimmt. Das ist richtig, ja. So ist es. Guten Morgen, Danny. Guten was Morgen, steht Timo. Heute so auf dem Plan? Heute haben wir etwas auf dem Plan, was wir letztes Mal schon so halb angekündigt haben. Wir haben heute ein Streitgespräch geplant. Ein Streitgespräch? Na, ich würde mal sagen, wir haben da verschiedene Positionen zu. Ja, so, ich bin halb bei dir und halb bin ich ganz woanders. Jetzt nur im Geiste oder generell? Ja, im Geiste bin ich immer ganz woanders. Also im Geiste bin ich immer auf irgendeiner Südseeinsel, fernab der Menschheit. Es sei denn, ich habe gerade ein Bedürfnis, dann brauche ich Bedienstete. Die können dann aber anschließend auch wieder gehen. Ich nenne dich jetzt nur noch Mr. Tammel. Nein. Doch. Ich lege schon großen Wert auf die Umwelt. Das ist ja wichtig, wenn man auf einer Insel wohnt. Also die Umwelt ist mir nicht völlig egal. Ja, super. Ja. Dann haben wir das auch. Das war, ja. Das war Thema Nummer 1. Das war Thema Nummer 1. Ja, heute geht es um was Extremes. Geiler Spoiler, oder? Ja, was extrem, es will so extrem sein, aber es ist es gar nicht. Nee, es tut nur so, aber ja, es geht, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, um was es geht und du pfst mir hier rein in meine Ansage. Entschuldige bitte. Was soll denn das? Entschuldige. Nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich verlasse jetzt diesen Podcast auf der Stelle. Sollst du doch sehen, wie du das mit deinem Heuschnupfen allein moderierst. Ja, genau. Du musst das mal zu schätzen wissen, dass ich überhaupt hier bin. Ja, ich werde hier am Leben gehalten über Hustensaft und Tabletten. Und draußen ist das schönste Wetter. Also naja, es ist ein bisschen bewölkt, aber es ist zumindest warm. Und ich sitze hier drin und nehme diesen Podcast auf. Ich opfere mich für die Leute und für dich. Oh, Timo. Ja. Du willst auch noch ein bisschen Mitleid abgreifen gerade. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Das gibt auch noch zu. Ach, jeder, der mir eine gute Besserung wünscht in den Kommentaren, der gewinnt ein Hörspiel. Das verlose ich nicht. Ich habe mal zum Geburtstag eine Packung Tempos geschenkt bekommen. Von einer Bekannten und die hat jedes einzelne Tempo auf jedes einzelne Tempo das Ghostbusters-Logo gemalt und das dann irgendwie wieder in die Packung gezwirbelt, wie auch immer. Das ist ja super. Ja. Das finde ich cool. Hatte ich zwischendurch auch in meiner Vitrine stehen. Aktuell steht es aber nicht drin. Ich habe ja mittlerweile, also was heißt mittlerweile? Gestern, nicht mittlerweile, gestern. Ah, Wortfindungsstörung wieder ohne Ende. Gestern angefangen, meine Sammlung wieder in die Vitrine neu zu koordinieren und auszurichten. Und das hat den ganzen Tag gedauert, bis tief in die Nacht. Wie lange genau nochmal? Bis heute Morgen um 3:30. Mensch, Timo. Dann war ich so einigermaßen zufrieden. Ja, es ist so. Ich habe so viel Zeug in den Kisten unten im Keller gehabt. Dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich zu schade. Eigentlich muss es ausgestellt werden. Aber dann war kein Platz da. Oder ich musste zumindest erstmal so ein Konzept erarbeiten. Und ja, das
frisst dann immer ganz viel Zeit. Da können wir vielleicht mal drüber reden, über wie stellt man seine Ghostbusters-Sammlung am besten auf? Ich finde das unglaublich schwierig, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal in dem Podcast erwähnt hatte, weil es gibt halt so viel Zeug, das enorm kultig ist, weil man damit früher zum Beispiel gespielt hat. Aber das ist halt nicht unbedingt was man schön hinstellen kann. Gerade die alten Spielzeuge aus den 80ern. Und dann hast du halt solche Sachen wie diese High-End-Blitzway-Figuren oder Statuen und so. Und das kannst du nicht nebeneinander stellen, weil sich das so ein bisschen aufhebt in seiner Wirkung. Das ist immer schwierig. Das finde ich schwierig. Auf der einen Seite habe ich immer so das Bedürfnis, alles hinzustellen in meine Vitrine, also wirklich alles. So nach dem Motto, die Leute kommen rein und werden erschlagen von diesem Ghostbusters-Museum. Und dann gibt es halt diesen anderen Timo, der sagt sich, ach nee, ganz viel gehört eigentlich in die Kiste. Das kann man sich ja immer noch mal so angucken, wenn man die Kiste rausholt und dann so ein bisschen stöbert. Aber hinstellen sollte man nur eine erlesene Auswahl, und das ist dann so der Minimalismus, Timo. Ja, Der der sich sagt, Minimalismus, Timo. ja, ich habe halt vor vielen Jahren habe ich mal das Glück gehabt, da habe ich vor meinem Vater eine große Industrievitrine geschenkt bekommen. Da passt unglaublich viel rein. Und du siehst halt immer, du kannst halt dieser Vitrine immer ablesen, welcher Timo gerade die Oberhand hat. Ne? Weil entweder ist sie halt ein Kessel buntes bis oben hin voll, und manchmal wirkt sie relativ leer, und da steht dann hier eine Statue und da steht eine Statue und da ist halt ein Modellauto, und dann einen Meter weiter steht doch das andere Modellauto, und ja, es ist immer in Bewegung, aber gestern kam halt wieder so derjenige, hatte Oberhand, der alles präsentieren möchte. Ja, ich finde auch schön, dass du da verschiedene Persönlichkeiten hast, die sich auch ab und zu mal befragen gegenseitig, wie kann man das denn aufstellen? Ne, die kommunizieren nicht miteinander. Ach so, Einer nicht? hat Ich die dachte. Oberhand und der andere ist halt, ja, das ist wirklich, der andere ist dann weg. Ich dachte, der muss irgendwie die Oberhand gewinnen, so wie Peter gegen Watt gekämpft hat in seinem Inneren. Nee, das kann sein, dass ich morgen wieder ins Wohnzimmer gehe und dann sage, nee, das ist mir doch viel zu viel und viel zu bunt. Und das ist ja dann nochmal so eine Sache. Das kommt halt alles ins Wohnzimmer. Ich habe jetzt hier keinen Platz für einen Hobbyraum. Ich muss mit meiner Freundin mal in eine größere Bleibe ziehen, sodass man irgendwie eine Möglichkeit hat. Eigentlich bräuchte sie einen Hobbyraum und ich brauche einen Hobbyraum, und dann ist das ein bisschen, dann kann das ein bisschen mehr atmen alles. Ja, das ist halt schwierig, wenn du ins Wohnzimmer kommst und eigentlich, manchmal ist es ja schon so, dass so ein Erwachsener in einem durchkommt. Ich weiß, das ist verpönt heutzutage, aber es ist einfach so. Und dann ist es unbefriedigend, wenn du halt ja heimkommst, setzt dich auf deine Couch und guckst nach rechts, und dann stehen halt ein ganzer Schrank voller Spielzeuge, ja. Das ist halt einfach, da muss man so ein bisschen. Im Moment gibt es halt nur Extreme. Entweder ganz wenig oder ganz viel, weil halt der Platz fehlt. Muss mich noch ein bisschen kümmern. Aber wie ist denn eure Meinung dazu, ihr da draußen? Seid ihr der Meinung, das muss man alles raushauen, das muss alles gezeigt werden? Oder ist es für euch eher so eine erlesene Auswahl, die man sich hinstellen sollte? Und die Frage geht auch an dich, mein Freund Danny. Was bitte? Wer? Wie? Wo? Was? Ja, du, ja. Ich bin ja auch da. Er hat gar nicht zugehört. Er hat gerade ein Buch gelesen. Ghostbusters Daughter. Ja, ich muss ja noch vorankommen mit dem Buch, deswegen. Nein, Quatsch. Ja, da kann ich nicht so wirklich viel mitreden, weil ich hab ja schon mit Erstaunen in der schönen WhatsApp-Gruppe festgestellt. Und da war es wieder, das Wort festgestellt. Oh Gott. Ich muss mir da mal irgendwie ein neues Wort für überlegen. Ja. Ja, wie auch immer, hab ich bemerkt, dass viele ja wirklich eine sehr große und umfangreiche Sammlung besitzen, und das kann ich nicht vorweisen. Was ich halt mir so im Laufe der Zeit zusammengesammelt habe, sind halt so diese Playmobil-Sets. Meine alten Kenner-Real-Ghostbusters-Figuren, die sind leider irgendwann ja verschwunden.
Wobei ich immer noch sehr traurig bin, sonst würde ich die auch gerne mal irgendwie präsentieren. Aber das ist tatsächlich immer schwierig, weil klar, es ist irgendwie Kinderspielzeug dann. Und ja, wie präsentiert man das irgendwie stilvoll? Ne? Da muss man halt mal so ein bisschen so einen Weg finden. Aber ich weiß nicht, ich bin halt mit so Sachen präsentieren in Vitrinen. Ich habe das jetzt hier größtenteils mit Musiksachen gemacht, also mit irgendwelchen Alben, CD-Boxen und Platten und sonst was. Aber dann stelle ich auch immer wieder fest, ich habe da kein Konzept. Ich stelle es halt irgendwie so hin, dass es mir irgendwie gefällt, dass ich sage, okay, das ist so vorzeigbar. Dann stelle ich irgendwann fest, nee, ich finde es doch irgendwie nicht gut. Dann wird nochmal jeden Tag nochmal dran herumgefummelt. Dann wird es so hingestellt. Dann wird es vielleicht auch mal einen Millimeter nochmal schräg gestellt oder so hingestellt. Dann wird es nochmal getauscht. Also das entwickelt sich immer über Wochen. Oder auch länger, bis ich da wirklich irgendwann sage, gut, das kann man so stehen lassen. Und ja, also so meine Real Ghostbusters, Quatsch, Real Ghostbusters, also schon meine Playmobil Ghostbusters, die habe ich jetzt auch so ein bisschen provisorisch erstmal platziert. Und das wird sich sicherlich auch immer mal wieder verändern. Und die werden wahrscheinlich auch noch mal in die Vitrine wandern irgendwann. Und also ich muss da auch noch ganz viel umräumen und neue Regale anbringen. Also ich bin auch immer noch nicht fertig. Und ja, es ist halt immer ein Wandel. Das ist es, ja. Die Welt ist im Wandel. Das ist es. Naja, es ist auch im Moment, also ich bin ja, gerade bin ich wieder in so einem Kaufrausch, ja. Das sieht man ja auch schon daran, dass ich in jedem Podcast über neue Diamond Select Figuren rede. Übrigens, es kann sein, dass ich irgendwann zwischendurch mal aufspringen muss, weil der DHL-Mann mir eine neue Diamond Select Figur. Ja, endlich wieder Post im Podcast. Es ist ein Podcast. Ja, genau. Sehr schön. Bei mir fehlen ja nur noch zwei Figuren, um mein Feuerwehrtor zusammenzustellen. Und dieses Feuerwehrtor, das muss ich halt fertigstellen, sonst vorher kann ich meine Vitrine nicht zu Ende arrangieren. Das fehlt halt. Das steht halt noch im Raum rum. Ja. So. Ja, so ist das. Und dann bin ich generell so ein bisschen wieder auf den Geschmack gekommen, halt Figuren ja nachzukaufen ein bisschen. Das fing auch mit so Mattel-Figuren an. Also ich habe dann so ein paar Egons gekauft jetzt in der letzten Zeit und da war ich schon mal viel weiter. Ich habe das auch mal alles schon wieder abgeschossen, verkauft vor Jahren. Und jetzt finde ich es teilweise schade. Jetzt fehlt mir das wieder und ja, aber das ist halt ein Jagen und Sammeln immer. Ich muss mal schauen, wie das ist, wenn es dann zum nächsten Jahr geht und dann vielleicht auch nochmal irgendwie ganz viel Merchandise zu dem neuen Film kommt. Ah, mal schauen, was da rauskommt und wie das wird. Und vielleicht muss dann auch wieder was von dem alten weichen und so. Ja, gerade diese alten Kennersachen, also diese Basics, diese klassischen Geister der ersten Wave, so Knochengeist und Wassergeist und Stielaugengeist und Marshmallow-Geist und die vier Jungs und so, das ist natürlich kultig, aber im weiteren Verlauf kam dann ganz viel anderes dazu, das ist halt einfach nix. Wobei ich sagen muss, ich fand diese Filmmonster ganz, ganz cool, die es gab. Ich meine, die hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mit Real Ghostbusters zu tun, aber die hatten ja auch noch so spezielle Effekte, ne? Diese Mumie, ne? Die, wie war das? Da kann man die Beine zusammendrücken, dann ging irgendwie der Arm ab und dieser Verband oben auf und dann kam so dieser Zombie-Kopf raus, das fand ich schon ganz cool. Ja, die mochte ich nicht. Ich mochte die nicht. Ach, Timo, Mensch. Ja, nee, das ist, die sind auch, die sind so retro-kultmäßig halt behaftet, aber das sind so die Figuren, die nicht schön aussehen. Ne? Und dann auch noch die Spookies, so Figuren wie Oma Langzahn oder so deutschen Namen, die sie den Figuren gegeben. Paul Postbeißer, Gary Großmaul und Joe Skeletti. Ach Gott, ey. Herrliche Namen. Aber das sind so Spukes, also vermeintlich normale Menschen, die dann mit so ein paar Klicks und Bewegungen dann zu Geistern halt werden. Mhm. Ach, nee, das mag ich nicht so. Ach, ich fand die so super. Ja, ja, die sind ja auch super gewesen zum Spielen, aber eben nicht, um da in der Vitrine zu stehen. Das kommt drauf an, ob man sie als Menschen oder als Geist präsentiert. Mein Lieber, du hast die Wahl.
Ja, das macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Ich sehe nach wie vor nur ein buntes Spielzeug, das irgendwie nicht darauf ausgelegt ist, halt irgendwie so präsentiert zu werden, sondern halt fürs Spielen gedacht ist. Vielleicht muss man es mal wieder mehr mit den Augen eines Kindes sehen. Ich habe, also von meinem Zeug hatte ich auch noch ganz wenig gehabt und ich habe dann irgendwann das Glück gehabt, dass ich ein großes Konvolut an Figuren bekommen habe vom Freund, der das nicht mehr brauchte und da war halt alles mit dabei. Also wirklich die schönen Sachen, die doofen Sachen und naja, jetzt habe ich erstmal alles da reingestellt und mal schauen, wie lange es so bleibt. Vielleicht poste ich da mal ein paar Bilder, mal schauen. Ja, mach mal. Das wird mich auch mal brennend interessieren. Und natürlich auch hier, liebe Leute da draußen, zeigt her eure Sammlungen. Zeigt her. Ja, das würde mich auch mal interessieren, genau. Postet doch mal Bilder von euren Sammlungen in Ja. die Kommentare. Bei Facebook oder ihr dürft auch gerne mal was auf der Ghostbusters-Deutschland.de Seite kommentieren. Gekonnt ein bisschen Werbung gemacht. Ja, muss doch. Timo, der Profi. Alter Profi, du alter Jagdhund. Ja, ich bin so ein Profi. Ich kämpfte soeben mit meinem Erinnerungsvermögen. Wie war die Adresse meiner Seite nochmal? Mensch, du bist doch jeden Tag drauf, Timo, gibst du. Ja, in der Tat bin ich gerade drauf. Ich bin immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen, bin ich auf meiner Seite, um zu lesen, ob es was Neues passiert ist. Aber Finde ich auch schön. zum Film gibt es leider keine Neuigkeiten. Das war letztes Mal so. Wir haben den letzten Podcast aufgenommen, die letzte Folge, und direkt im Anschluss gab es ein paar Bilder auf Instagram, glaube ich. War doch so. Ja, war da was? Ja, das war so. Ich habe dir direkt im Anschluss nach unserer Aufnahme hier den Link geschickt. Hier, schau mal, das passiert Oh jetzt, wo wir Gott, mit dem Podcast fertig sind. War da aber ist so gar viel nichts groß. passiert. Nee, war gar nichts großes Wildes. Hat der Kameramann des neuen Ghostbusters-Films hat einfach nur ein schönes Landschaftsbild aufgenommen von, ich glaube, Jason Reitman war da irgendwie in der Steppe zu sehen oder in der auf einer Einöde. War schön fotografiert, das Bild. Die sind wohl gerade am Location suchen. Ja, und der Drehstart ist um eine Woche nach hinten verschoben worden, weil sie wohl noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich wollte gerade fragen, haben wir das schon erwähnt? Aber ich glaube in der Tat, dass wir das letztes Mal vergessen haben zu erwähnen. Und das hat ja tatsächlich, wie ich gelesen habe, auch schon wieder ein bisschen bei manchen Leuten für Panik gesorgt, weil viele schon wieder angefangen haben, in den Jammer-Modus zu verfallen. Nein, der wird bestimmt wieder nicht kommen. Oh nein, die verschieben das jetzt immer, dann kommt da nichts mehr. Leute, entspannt euch. Also die Gefahr ist lang vorüber, dass da nichts mehr kommt. Ich Also glaube auch. die sind jede Woche wird da neu jemand eingestellt, da Cast und Crew gibt's schon, da fließen schon Gelder und nee, die sind ja die mittendrin, also in der Vorproduktion. Also zu so einem Zeitpunkt wird ein Film nicht mehr eingestampft, das ist so. Eben. Da braucht ihr keine Angst haben und dass mal ein Drehstart eine Woche nach hinten verlegt wird, ist völlig normal. Ja. Eben, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und ich glaube, wie war das? War da nicht auch eine Begründung, dass sie eben für dieses Location Scouting ein bisschen länger brauchen, dass sie da irgendwie, also ich meine da irgendwas in der Richtung gelesen zu haben, dass das so der Grund war, warum sie den Dreh verschieben mussten? War Das das kann ich so? jetzt nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mal, wo ich es aufgeschnappt habe, aber dachte irgendwie, dass das im Zusammenhang steht. Dann, naja, wie auch immer. Ja, dementsprechend gibt es heute leider keinen News-Jingle für euch, liebe Leute. Sorry. Tja. Aber Aber nachher, wenn wir fertig sind hier mit unseren Aufnahmen, da kommen natürlich die großen News rein. mit Sicherheit, ja. Ja. Der alte Cast ist bestätigt. Nee, Danke. das wird ganz am Ende kommen oder ziemlich zum Schluss. Ja, Das heben sie sich als Knaller auf. beim Fanfest spätestens. Ja, oh, da bin ich ja auch gespannt, was das wird. Also nicht, dass ich da bin. Ja. Ist so teuer. Aber ja, da wird auch spekuliert, ob das, also das Fanfest, nur kurz zur Erklärung, falls jemand da irgendwie nicht Bescheid weiß, ist dann, glaube ich, im Juni oder Ju ja, im Juni. So eine Convention, die sich nur um Ghostbusters dreht, auf dem Sony-Gelände und halt alles, was Rang und Namen hat und außer Bill Murray, ist halt da als Gast geladen. Mittlerweile gibt es auch, also die Ticketpreise sind relativ hoch, mittlerweile gibt es auch Angebote und so.
Und es gibt aber auch das Gerücht, dass es nicht so gut läuft. Weil mittlerweile haben sie eine reguläre Wizard Convention, also das sind die Veranstalter, zeitgleich nebendran gelegt. Und wenn du halt zu der einen Con gehst, kannst du auch die andere besuchen und umgekehrt. Also irgendwie, ja, das hatte so ein bisschen das Geschmäckle irgendwie nach dem Motto, ah, das läuft nicht so ganz, da hängen wir noch was Reguläres oder was Generelleres dran, damit wir halt ein paar Karten mehr verkaufen. Aber wobei mich das auch nicht überrascht, wenn man die Ticketpreise gesehen hat, also da war ich auch raus. Es ist wirklich schlimm. Also ich hatte tatsächlich ernsthaft vorgehabt, dorthin zu fliegen, weil mir war natürlich klar, dass es teuer wird, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht once in a lifetime. Man weiß es nicht, ja. Und aber irgendwie Ewigkeiten haben sie nicht mehr rausgerückt, wie teuer das werden wird. Dann müssen wir natürlich auf die Ticketpreise, gerade wir hier aus dem Ausland, wir müssen ja noch hinfliegen. Da musst du da halt unterkommen, ein paar Tage im Hotel, du musst dich verpflegen. Und dann halt der Eintritt dort. Und die verschiedenen Programmpunkte, die man in Anspruch nehmen kann, kosten halt dann auch nochmal. Ja? Und das war dann irgendwie jenseits von Gut und Böse. Ich habe mir dann entschieden, dass ich meine Ghostbusters-Reisekosten dann irgendwie erst nochmal zurücklege und dann mache ich lieber mir noch irgendwann noch einen New York-Trip oder so. Auch den schön, hab ich ne? Ja, das habe ich vor 20 Jahren mal gemacht. Das ist tatsächlich schon 20 Jahre her. Und habe mir da alles angeguckt. Ach, alle 20 Jahre kann man das mal machen. Och, ich finde schon. Warum nicht? Ja. Hätte ich ja auch irgendwie Bock drauf, muss ich sagen. Vielleicht warte ich bis nächstes Jahr und mache so einen New York-Trip. Dann miete ich mir ein Auto und fahre dann weiter zu den Locations von Ghostbusters 3. Das wäre was, ja. Das kann man ja direkt miteinander verbinden. Ja, so erst so eine Woche New York. Wir waren damals eine Woche in New York und das war faszinierend. Ich habe so gut wie alles mitgenommen, was möglich war an Ghostbusters-Schauplätzen. Ich war halt mit einem befreundeten Nachbarn damals dort. Und ja, wir haben uns halt auch so ein bisschen generelles Sightseeing da irgendwie und diese Woche reicht wirklich nicht aus für die Stadt. Das ist faszinierend. Man sieht kaum was. Das sind wirklich nur ganz diese Impressionen, die so jeder kennt. Das konnten wir gerade mitnehmen. Mhm. Ja, aber darüber hinaus eigentlich eine Woche reicht fast nicht. Muss man irgendwie anderthalb, zwei Wochen da investieren, glaube ich. Ich finde es ja immer ein bisschen schade, wenn man sich nur so auf die, ich sag mal, auf das Sightseeing so konzentriert von den Sachen, die man halt eh schon überall im Fernsehen gesehen hat und so, die halt eh jeder kennt. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn ich mal irgendwo bin, wenn ich mir Sachen angucke, wo ich weiß, okay, das kennt eben nicht jeder und mich einfach mal so frei Schnauze bewege und dann, ich finde, man entdeckt dann so ein bisschen bewusster, ja, weil man sich halt nicht nur auf bestimmte Fixpunkte konzentriert. Also ja, das finde ich am Reisen immer schön. Also das hast du sowieso, wenn du Location-Tourismus betreibst, Ghostbusters-Location-Tourismus, weil du dann zwangsläufig halt abseits der ausgetretenen Pfade wandelst. Ja, und dann siehst du halt automatisch andere Ecken ja, als klar, die normalen Touristen. Das ist... das war so schön, als wir da irgendwie, wir sind Richtung Feuerwache gegangen und erst habe ich sie nicht gesehen und auf einmal aus der Ferne sehe ich dieses Gebäude und oh, das war toll. Ich habe das Haus geküsst. Du hast das Haus geküsst? Ja. Da habe ich damals ein Foto gemacht, wie ich davor stehe. Schade, ich hätte irgendwie noch eine Nahaufnahme machen müssen, weil ich habe halt nur ein Foto von einem kleinen Mann, der irgendwie vor der Tür steht. Und ich weiß halt, dass ich's bin, aber... Das ist doch die Hauptsache. Aber was ist denn mit der Strahlung? Mit der Strahlung? Ja, du küsst dieses Gebäude. Was soll denn das? Was ist denn mit der Strahlung? Du, da ist eine Feuerwehr drin. Ich glaube nicht, dass die verstrahlt. Das Lustige ist ja, wenn man an dieser Wache steht und manchmal ist das Tor auf, an dem Tag, wo wir da waren, leider nicht. Aber man kann da halt reingucken. Und die haben halt an der Wand innen drin das Ghostbusters 2-Logo hängen.
Aber. Dass damals halt, also zumindest so eine Hälfte davon, damals halt über der Tür hing. Das ist lustig, ja. Sehr schön. Naja, das hat Spaß gemacht. Ach, New York war schön. Das ist. Irgendwann mache ich das auch mal. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, mal schauen. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt, bevor wir in das Hauptthema eintauchen, was wir hier noch loswerden möchten? Ich weiß nicht, ich wollte letztes Mal noch erzählen, dass ich im Moment erscheinen ja 35 Jahre Jubiläumscomics zu Ghostbusters. Vier Heftchen. Jedes Heftchen behandelt so ein Ghostbusters-Universum für sich. Das heißt, das erste Heft waren die Prime Ghostbusters oder die Movie Ghostbusters. Und das zweite Heftchen waren die Real Ghostbusters. Das dritte Heftchen sind die Answer the Call Ghostbusters. Und das vierte sind dann die Extreme Ghostbusters. Die ersten beiden Heftchen habe ich gelesen. Das erste war schön mit den Movie Ghostbusters. Das war so eine Geschichte über Atlantis und so, hat mir gut gefallen. Und das Real Ghostbusters-Heftchen fand ich doof. Das Warum war das? wie eine schlechte, späte Folge. Oh, schade, Ja, okay. so. Ja. Die anderen sind mittlerweile auch schon raus, aber ich habe sie noch nicht holen können. Das wollte ich noch erzählen. Das ist nichts Besonderes, aber eine Fußnote. Also, es sind neue Ghostbusters-Comics raus. Schaut euch um. Aber ich würde sagen, da können wir uns auch noch mal ein bisschen detailreicher unterhalten, wenn ich die Hefte dann auch habe und gelesen habe. Das war da vielleicht mal ein bisschen. Wir müssen eh mal über die Comics mal sprechen, Wir so müssen nach und nach. mal eine Comic-Based-Folge machen, wobei das natürlich irre viel Arbeit ist, sich da vorzubereiten, weil man sich da erstmal nochmal quer durchlesen muss, ja. Also ich hatte ja den Gedanken, dass wir das vielleicht mal ein bisschen aufteilen und sagen, wir besprechen mal irgendwie nur einen, sag ich mal, eine Story oder so, dass wir vielleicht uns je nach, sag ich mal, Paperback vorbewegen oder je nach abgeschlossener Storyline oder so. Ja, man kann das ja auf jeden Fall aufteilen. Das ist auch sonst viel zu viel. Ich meine, Eben. Ghostbusters in Comics, das ist ja auch über IDW hinaus ein Thema. Genau, Ja, es genau. gab früher schon Comics in den 80ern und dann in den frühen Nullerjahren gab es Ambitionen, dann die leider aus denen nichts geworden ist. Aber das ist schon ein größeres Thema. Auch also im Rahmen von IDW Comics gab es auch so ein paar Miniserien und One-Shots, die jetzt noch nichts mit der regulären Serie zu tun hatten. Ja, das ist schon ein großes Thema. Ja, Aber es ist ein Thema für eine andere Folge. richtig. Aber das ist ja was, was ich übrigens letztens gefragt wurde. So nach dem Motto: Sag mal, Danny, ihr habt doch jetzt bald alle großen Themen abgehakt. Was gibt es denn noch zu Ghostbusters zu sagen? Was macht ihr denn dann noch? Ja, Timo, was machen wir dann? Ich bin da wirklich, ich habe da keine Angst. Ich auch Denn nicht. das erstmal kommt jetzt sowieso immer wieder was Neues dazu. Dadurch, dass wir A, einen neuen Film haben und B, über diesen neuen Film halt auch das Thema interessant wird für Lizenznehmer und es werden ganz viele Sachen rauskommen. Und das ist ja auch nicht so, dass das. Dieser Film kommt und dann lassen sie das sterben. Vielleicht kriegen wir eine Serie oder es kommt noch ein Film oder es wird immer irgendwas geben. Und dann bei den Themen, die wir jetzt grob behandelt haben, da kann man ja dann auch nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Da kann man ja sagen, ach, heute reden wir zum Beispiel nur über die Soundtracks mal so ein bisschen intensiver, weil das ist ja so, wenn wir uns 2 Stunden hinsetzen und nur über Ghostbusters 2 reden und versuchen da irgendwie so grob das Thema halt irgendwie zu besprechen, aber du kannst natürlich sagen, darüber, da würde sich ein kompletter Podcast lohnen und hier kann man irgendwie sich nochmal drauf konzentrieren und da kann man nochmal was zu sagen. Also da habe ich überhaupt keine Angst. Jetzt ist der Danny eingeschlafen. Nein, ich habe nur gerade überlegt, was ich sagen wollte. Ich habe momentan irgendwie laufend weiß nicht, so ein Hänger im Kopf, dass ich irgendwie was sagen möchte und dann habe ich es im selben Moment auch schon wieder vergessen. Ach, wenn du den Hänger nur im Kopf hast, ist alles in Ordnung. Oh, Timo, mein Da, Gott. da, da, da. Nee, aber ich finde ja eh, das ist ja so schön an uns, wenn wir uns zusammensetzen und drauf losreden. Es kommt eh immer irgendwas mit Ghostbusters bei raus und von daher kann man sich auch ganz locker mal hinsetzen und mal drauf losquatschen. Ich denke mal, das werden wir auch in den nächsten Folgen mal ein bisschen mehr machen, weil wir auch gemerkt haben, dass unser kleines Experiment in Folge 8 ganz gut geklappt hat, wo wir ja wirklich einfach mal ganz frei Schnauze gesprochen haben. Von daher kann man das ja auch mal regelmäßiger machen. Ja.
In der Tat. Wobei in Folge 8, da haben uns halt die ganzen Ghostbusters 3 News in die Hände gespielt. Ja, schon, aber wir haben ja halt auch viel allgemein noch über Spielzeug und sowas geredet. Und ich finde das ganz schön, dass man halt einfach auch mal so drüber spricht, Mensch, was passiert denn eigentlich in der eigenen kleinen Ghostbusters-Welt so momentan? Ich finde halt, ich fände es halt auch schade, wenn, also was ich halt so toll finde, dass wir halt so diese ganzen einzelnen Themen halt so besprechen, dass es, wenn du jetzt irgendeinen Podcast hat, der sich nur auf News konzentriert, dann entstehen da Folgen, die vielleicht ein Jahr drauf völlig uninteressant sind. Ja, ja stimmt. Ja. Weil, das ist dann halt irgendwie Schnee von gestern. Aber wenn ich halt sage, heute rede ich über den Soundtrack von Ghostbusters 2 oder über, keine Ahnung, die Toyline von früher oder so, das kann man sich ja dann immer anhören. Das ist, ja. Ja, eben. Das war ja auch schon eine Frage, ob wir mal über die alte Kenner-Toyline sprechen werden. Und da können wir hier nochmal für alle sagen, ja, wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, aber die Frage ist halt wann. Also das müssen wir noch gucken. Also wir haben jetzt keinen festen Plan eigentlich in dem Sinne, wie wir jetzt weitermachen, mit welchen Themen und so, weil die großen Themen sind an sich jetzt erstmal abgehakt, die jetzt für uns Priorität hatten. Und jetzt geht es erstmal locker weiter quasi. Locker vom Hocker. Noch sind sie nicht abgehakt. Ein großes Thema haben wir noch vor uns. Naja, heute. Also in dem Sinne, dass wir sie jetzt in den Folgen unterbringen wollten. Zumindest so in den ersten 10, sagen wir mal. Das war uns ja eigentlich schon so ein kleines Anliegen. Ne? Das hat uns ja schon unter die Nägeln gebrannt. Ja. Oder spreche ich jetzt nur über mich? Nein, nein, nein. Das ist so. Das ist okay, so. Danke. Ich finde es sehr angenehm. Pardon. Jetzt zu einem Punkt zu gelangen, wo man eben diese entspanntere Grundhaltung, weil das ja wirklich so ist, wenn ich sage, heute rede ich über Ghostbusters 1. Und das Thema ist Ghostbusters 1 in seiner Gänze, in seiner Komplettheit. Und dann ist natürlich, dann mache ich mir auch Druck, weil ich denke, oh, ich muss ja dem Film gerecht werden und ich muss erwähnen, was für mich den Film ausmacht, was für mich den Film großartig macht. Ich muss über das reden, ich muss über das reden, ich muss über das reden. Und das hast du nicht, wenn du so entspannt redest. Wenn ich sage, heute rede ich nur über den Soundtrack des Films, ja. Eben. Dann kann ich so vor mir herreden und das ist ja auch ganz schön. Das ist eh so eine Sache. Da muss ich sagen, da geht echt mal ein großes, dickes Lob an unsere Zuhörerschaft raus, weil das auch mal so ein Punkt war. Also wir können ja jetzt hier mal ganz offen reden. Wir sind ja inzwischen so eine kleine Familie hier bei Spectral Radio. Und das war bei mir halt auch immer so in den ersten Folgen, dass ich mir extrem Druck gemacht habe und ich dachte, ich muss, also da muss man halt dem Ganzen auch irgendwie gerecht werden und ich finde das schön, wie entspannt und locker unsere Zuhörer sind, also dass wir uns sogar hinsetzen können und wirklich mal einfach locker drauf losreden können und das anscheinend wirklich begeistert aufgenommen wird, also das nimmt einem wirklich auch eine Last weg von den Schultern, weil klar, man ist Fan und man spricht auch gerne über die Sachen, aber es ist nun mal ein Unterschied, ob ich jetzt mit dir eben so skype und mit dir so rede oder ob wir das halt aufzeichnen und das eben öffentlich präsentieren und das sich die Leute anhören können. Das merkt man halt schon, da ist schon, also das wird dir sicherlich auch so gehen, oder? Dass du dann, da ist schon so ein gewisser kleiner Druck da, ne? Und ja, also hör dir doch meine erste Episode nochmal an. Also unsere erste, dann ja. wie ich da schon anfange, von wegen, ja, ich habe Angst, beiß nicht. Ja, beiß nicht. Ja, es ist wirklich so. Also es ist natürlich, ich mache ja schon jahrelang so ein kreatives Zeug mit dem Mikro und so. Aber das ist natürlich was anderes, wenn du eine feste, vorgegebene Geschichte hast, die du dann irgendwie spielst oder so. Oder wenn du halt einfach du selbst bist und drauf losredest und dich halt irgendwie so, wie du bist, den Leuten darstellst. Und insofern war ich natürlich auch gespannt und es freut mich immer, wenn ich was Nettes lese. Ja. Das finde ich auch ganz toll. Ich freue mich auch sehr, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass was geschrieben wird. Also ich kenne das halt, das ist halt Internetkultur, die Leute im Internet, die wenn sie was schreiben, dann ist es halt meistens Gemecker. Ja? Und wenn sie zufrieden sind, dann hört man eigentlich nichts.
deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass ihr euch die Mühe macht, euch hinsetzt und tatsächlich euch jedes Mal dann auch so ein paar Zeilen schreibt. Ja? Ja. Und natürlich freue ich mich auch über die, die das nicht tun und die trotzdem immer zuhören. Na klar. Weil das wäre ich halt. Ich selbst bin auch niemand, der dann irgendwie da jetzt sich da kritisch mitteilen muss, nachdem er einen Podcast gehört hat. Ich bin dann zufrieden, wenn ich mir den anhören kann und dann war es das auch. Ja, das geht mir auch immer so. Aber wie gesagt, ich find das schön, also wie sich das Ganze so entwickelt hat. Und ja, kann man ja mal auch sagen, dass man, also das ist nicht, das nimmt man nicht als selbstverständlich hin und das freut uns total und das macht uns ja auch großen Spaß hier. Und wenn das natürlich dann auch noch so Anklang gefunden hat, dann ja, da lacht das Herz und nochmal ein großes Danke an alle, dass ihr uns hier so die Treue gehalten habt bis jetzt auch und ich hoffe natürlich auch noch weiter und ja, wir euch auch natürlich in eurem Alltag so ein bisschen begleiten dürfen, auch wenn wir es nicht mitkriegen selber, aber es ist immer schön, wenn man hört, bei welchen Gelegenheiten das so gehört wird. Ja. Sehr schön. So ist es. Ah, guck doch mal, das ist doch was Neues. Bisher haben wir uns immer selbst gelobt und jetzt loben wir die Leute. Ja, stimmt. Das ist mal ein kleiner Twist hier im Podcast. Nein, aber ich finde, das gehört mal dazu. Ich meine, das hat ja nichts mit Schleim zu tun, aber das ist, wie gesagt, man heutzutage wird so vieles als selbstverständlich gesehen und ich finde, das ist halt was Schönes. Und also ich hätte das halt nie erwartet, als wir das begonnen haben, das Ganze, dass das sich so toll entwickeln würde. Ja. Ja, Timo. Ja, dann sehe ich auch so. Das war's erstmal für heute. Nein, Quatsch. Wir haben ja noch ein großes Thema für euch hier. Ich würde sagen, bevor ich hier gleich den Jingle bringe, machen wir ein kleines Päuschen, Timo. Ja, oh, schön, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt nach diesem Satz auch spätestens auch gesagt, wenn er deinerseits anders geendet hätte. Ich bin gut, oder? Ja. Dann würde ich sagen, für euch entsteht jetzt hier keine Pause, denn ihr hört jetzt den Jingle für das Thema der Woche und Timo und ich machen in der Zwischenzeit ein Päuschen und gehen dann wieder rundum neu erfrischt wieder rein. Spectral Radio, Thema der Woche. Hallo zurück. Mit dem Danny. Und dem Timo. Ja. Ja. Ja, hallo. Total, total erfrischt jetzt. Ja, sind wir. Denn ich habe gerade ein Schluck natürliches Mineralwasser, Klassik genommen, aus der Erbeskopfquelle, Quellort Malborn. Geeignet für die natriumarme Ernährung und die Zubereitung von Säuglingsnahrung. Und nein, wir machen keine Werbung. Da kannst du so Piep reinsetzen. Hashtag Werbung unbezahlt. Also nochmal zur Erinnerung, ne? Also, liebe Firmen. Wir sind flexibel. Die Wahrheit ist, um Ernie Hudson zu zitieren, für die richtige Summe kann nicht gekauft werden. Ja. Wir sind alle käuflich. Ja. Wenn der Preis stimmt. Außer Bill Murray. Der ist nie käuflich. Nie. Niemals. Hat er auch nicht mehr nötig, glaube ich. Lass uns zurückkehren in die späten 90er Jahre. Richtig, denn es macht ja nur Sinn, dass wir jetzt mit dem Nachfolger der Real Ghostbusters fortfahren. Und zwar mit Super Ghostbusters. Ich bin froh, dass es nicht so geheißen hat. Sollte es ja erst. Aber. Ja, richtig. Und das ist ein blöderer Titel, hätte ihn nicht einfallen können. Ich finde eigentlich auch den Titel Extreme Ghostbusters schon ziemlich gaga. Ich finde, er klingt natürlich cool. Ja. Aber ich finde Extreme, das Konzept des Extreme Coolen passt nicht auf Ghostbusters. Weil es geht halt darum, dass irgendwelche inkompetenten Deppen die Welt retten wollen und dabei mehr Schaden anrichten als die Geister. Und ja, dass eher so uncoole Underdogs sind, die darüber was, also eher über die Situation cool werden. Ja, egal. Und wenn du halt so eine coole Präsentation hast, dann hast du dieses
dieses. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde, eigentlich ist das ja in der Serie gar kein Element, dass es alles so extrem ist und cool gemacht und so. Denn ich finde eigentlich, um das schon mal aufzugreifen, meiner Meinung nach trifft die Serie sehr den Geist von Ghostbusters, aber es ist halt dieser Rahmen halt, ne, der Titel und so, wie das präsentiert wird, das ist alles ein bisschen zu viel. Und da muss ich dir recht geben, das passt halt nicht auf Ghostbusters. Und das ist auch die einzige Sache oder eine der wenigen Sachen an der Serie, die mich halt auch immer noch sehr stören. Also das hätte es nicht gebraucht. Ist halt zu aufgesetzt, Ja. ich kann mich an einen Werbespot erinnern für die Serie. Da war dieses Stück, also ein Stück von dem neuen Titelsong zu hören, der so Metal-Bearbeitung. Und dann dieser Aufsprecher: Extreme Ghostbusters, can you handle it? Yes, Ja, habe ich auch I gedacht. can. Ja. Geil. Und ja, mein Verhältnis zu der Serie ist zwiegespalten. Auf der einen Seite, das werde ich nachher auch noch ausführen, finde ich es nicht wirklich gut. Auf der anderen Seite, und das habe ich auch schon mal angeschnitten, kam es zu einem Zeitpunkt, wo ich komplett ausgedörrt war, Ghostbusters-mäßig. Die späten 90er Jahre, da war das Thema halt tot und alles war willkommen und frisch und neu. Und das hat mir in dem Moment halt auch gut gefallen. Ja, Ich, ja? nee, sag erst. Entschuldigung, ich Nee, dachte, nee, du nee, bist nee, 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 fertig. schließ an. Ich schließe an. Bei mir ist es so, ich liebe die Serie wirklich sehr. Ich Du liebe schläfst auch. aber nicht mit ihr, oder? Bitte? Du schläfst aber nicht mit ihr, oder? Manchmal schon. Aber Ist immer stille Wasser sind tief. nur rein wissenschaftlich, mein Du Lieber. alter Jagdhund, du. Was ist mit den kinetischen Tests? Sehr gut. Ein Ja. gewöhnlicher Haushaltsdruck. Nein, komm, das führt jetzt Eine zu nichts. gewöhnliche DVD. Nein, ich liebe die Serie immer noch. Ich muss sagen, Real Ghostbusters liebe ich auch sehr, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich Extreme Ghostbusters öfter gucke. Ich meine, klar, es hat weniger Folgen, aber auch generell greife ich öfter zu Extreme Ghostbusters und mir gefällt so das gesamte, man sagt ja heutzutage, Pacing der Serie, also so die Struktur und Erzählweise. Weil ich finde, dass die Serie auch nicht oder zumindest nur selten dieses Problem hat, was Real Ghostbusters oft hatte, dass man eben eine Geschichte erzählt und dann ist der Schluss halt so schnell abgehandelt. Ich finde, Extreme Ghostbusters hat da immer eine sehr coole Struktur hingelegt und die Erzählweise hat immer gestimmt. Auch wenn der Schluss dann manchmal wirklich so auf dem Punkt war und da nicht noch irgendwie so, sag ich mal, so ein Nachgeplänkel kam. Das war ja oft bei Real Ghostbusters, wo man nochmal vielleicht so ein kleines Nachspiel hatte und das so langsam dann ausstieg wieder. Das hat es hier halt nicht gebraucht. Und Das ist faszinierend. Denn genau das ist einer meiner Kritikpunkte bei Extreme Ghostbusters. Das okay. sehe ich nämlich genau andersrum. Ich finde, sie sind von ihrer Struktur und vom Schnitt oder vom Pacing, wie du sagst, diese Folgen sind alle gleich und enden alle, also sehr viele Folgen enden abrupt, wo es eigentlich noch ein Nachspiel gebraucht hätte. Beispiel, es gibt eine Folge, in der Egon einen alten Freund wieder trifft aus Studienzeiten und dieser Freund hat sich halt irgendwie dem Bösen zugewandt und will Geister versklaven und so und es ist so ein bisschen Drama angedeutet, aber die Serie nimmt sich überhaupt keine Zeit dafür. Dieser alte Freund von Egon verschwindet am Ende in so einer Geisterdimension und Egon will ihn noch so festhalten, aber der Typ lässt halt einfach die Hand los und Egon meint, er hat einfach losgelassen. Und Kylie meint dann zu ihm, Egon, er hat schon vor langer Zeit losgelassen. Punkt, Ende, Schluss, Abspann. Und das ist so, das ist immer ein Paradebeispiel immer dafür, das ist oft so abgeschnitten. Und ja, so nach dem Motto, so und so und so, das sind unsere Bausteine und für Folge, für Folge, für Folge ist es so. Das ist spannend, wie hier die Meinungen auseinandergehen. Aber das hatten wir ja letztes Mal schon angeteasert, dass das so sein wird. Ich finde eigentlich, dass die Folgen immer genau auf dem Punkt aufhören, wo ich nicht mehr brauche. Und das ist spannend. Dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, das war die Folge Heart of Darkness. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie im Deutschen hieß. Aber das ist genau die. Abschied von einem Oh, Freund. Dankeschön, Blöde Dankeschön. Sehr schön. Nee, deutsche Titel. zu der Synchro und so weiter, da kommen wir auch später noch. Ich finde, dass gerade das, dass es genau auf diesem Satz aufhört,
finde ich, ist so untypisch für Cartoon-Serien, auch zu der Zeit noch, dass man das wirklich auf so einer traurigen Ebene aufhören lässt, finde ich ganz spannend, weil das sehr gewagt ist und zu der Zeit einfach mussten Serien oft locker aufhören. Und das, finde ich, ist was, was bei Extreme Ghostbusters auch immer noch oft gegeben ist, dass es da nicht immer unbedingt so Happy End-mäßig ist. Ja, das ist ja richtig, das ist auch völlig in Ordnung. Was mein Kritikpunkt war nicht, dass die Folge zu dem Zeitpunkt zu Ende war, sondern dass einfach grob abgeschnitten wurde. Es war ein trauriger Moment und es fand aber kein Schwelgen in der Atmosphäre statt, sondern es wurde halt einfach abgeschnitten. Das ist so, als ob ich ein Kunstwerk habe und dann schneide ich ein Stück raus. Und er hat schon vor langer Zeit losgelassen. Bumm, Ende. Musik zu Ende. Schnitt. Ja, aber ich finde es. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, da rauszufinden emotional. Weißt du, wenn ich halt irgendwie mir einen Film angucke und dann ist am Ende ein großes Drama und so und dann bleibe ich noch sitzen und habe vielleicht noch die Abschlussmelodie von dem Abspann und so. Und das ist einfach ein Cut. Und das ist einfach ein schlechter Schnitt. Ja, aber du hast ja diesen Abspann danach, diese etwas unheimliche Musik, die da kommt, ne, mit diesen Geistergeräuschen und so. Ja. Ich finde das eigentlich ganz, ganz cool, weil das irgendwie so unterstreicht, so irgendwie, so, das ist jetzt dieser Schlussmoment und mit dem musst du jetzt klarkommen. Das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also ich fand es eigentlich, also ich hätte da nicht mehr gebraucht. Aber ich verstehe das auch, wenn man sagt, dass das vielleicht zu grober Cut ist. Ja, ich habe den Abspann, ich habe da den uninspirierten, miesen 0815 Abspann. Das fällt härter aus, als du dir gedacht hättest, oder? Ja, ich habe es mir ein bisschen gedacht, aber wie gesagt, wir müssen auch nicht immer bei allen Punkten übereinstimmen. Das ist ja auch gut, dass wir mal Sachen haben, wo wir mal vielleicht auch mal verschiedene Sichtweisen hier liefern können. Also ich habe mich entschieden dazu, dass ich direkt am Anfang mit der ganzen Kritik komme. Mhm. Und ich habe ja noch einen anderen Bezug zu der Serie. Der kommt dann später dran. Mhm. Also später wird es dann wieder ein bisschen versöhnlicher. Aber jetzt muss die Serie das erstmal aushalten und du, mein Armer. Ich halte das aus, mein Lieber. Ich halte okay. das aus. Okay. Nein, aber zu dem Abspann. Und nehmen wir einfach mal, ich glaube, es gibt zwei Variationen. Einmal ist es so ein sphärisches Gespenster. Mhm. Genau. Und einmal ist es eine Variation des Titelliedes. Und ja. Dann laufen halt bunte Bilder und Artworks der Geister irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich mir sowas angucke, dann das will ich dir in einem Artbook sehen, aber nicht als Abspann. Wenn ich die Real Ghostbusters nehme, da hast du noch am Ende nochmal eine kleine Geschichte irgendwie. Die laufen da lang in der Variation des Video, des Musikvideos. Und ja, du siehst halt nochmal die Helden und dann diese rutschen sie auf Slimer aus und das bringt es dann nochmal so auf den Punkt. Und da ist es so komplett vorbei an den Ghostbusters. Das ist einfach uninspirierte sphärische Klänge und Geister und unheimlich. Das ist. Also ich finde den grundsätzlich atmosphärisch, gerade in dieser Variante mit diesen Gespensterklängen und so. Aber das stimmt schon, dass der nicht besonders kreativ ist. Also da muss ich dir recht geben, der Real Ghostbusters Abspann, der ist schon, das ist interessanter, weil man halt wirklich nochmal zum Schluss hin irgendwie so einen Schlussgag hat und weil es halt einfach mal, es passiert nochmal was am Schluss visuell. Mhm. Das ist halt hier nicht. Also das, wo du gerade sagst, so mit dem, das hätte in ein Artbook gehört, das hätte ich übrigens gern gesehen, ein Artbook zu der Serie, weil ich den Artstyle tatsächlich echt, echt cool finde. Aber da kommen wir auch später noch zu. Ja, ich auch. Findest du auch oder meinst ich du, dass das später kommt? Den visuellen Stil der Serie tatsächlich gut. Ich finde die Animation, ich mag, dass die Animation grundsätzlich auf einem gleichwertigeren Charakter bleibt immer, nicht so wie bei Real Ghostbusters, wo es einmal scheiße aussieht und einmal super. Ja. Und dass es immer so eine Ebene ist, das gefällt mir, dass es konstant bleibt. Ja. Und den Artstyle finde ich schön. Der Typ, der dafür zuständig war, der heißt Phil Barlow. Mhm. Den kann man auch mal so ein bisschen bei im Internet googeln, der hat schöne Sachen irgendwie. Der hat auch frühe Skizzen und als das alles noch so ein bisschen in der Schwebe war und die Story nicht hundertprozentig fest war, da hat er irgendwie so Sachen veröffentlicht, also einfach mal Phil Barlow googeln. Mhm. Da findet man interessante, schöne Bildchen.
und Skizzen. Ja, da gibt es ja auch schöne Bilder, was auch so die frühen Charakterdesigns angeht, speziell so was so eigentlich den Garrett-Charakter angeht, weil das sollte ja eigentlich vorher ganz wer anders sein. Das fand ich auch spannend, wie sich das Ja, dann es verändert gab hat. auch die Idee, dass also ich weiß jetzt nicht, ob es dieser Phil Barlow war oder jemand anders, aber einer von den Beteiligten wollte halt mehr Frauen damit reinbringen. Und der Garrett-Charakter sollte ursprünglich auch eine Frau sein. Auf Krücken. Auf Protonenkrücken. Protonenkrücken. Und naja, damals waren sie noch nicht so mutig, wie es Paul Feig dann Jahre später war. Und es ist halt nur Kylie geblieben. Ah. Und aus dem weiblichen Garrett-Charakter, ich weiß nicht, ich glaube Lucy hieß die Figur ja, vorher, ja, genau. Ist dann der Garrett geworden. Ich hätte lieber eine Lucy gehabt, aber gut. Ich fand einige frühe Gedankengänge für Extreme Ghostbusters super geil und durchaus kreativer und gewagter. Das hätte ich lieber so gesehen. Zum Beispiel? Also erstmal, wenn wir von Kylie reden, und über Kylie werden wir sicher auch nochmal ausführlicher reden, aber um das jetzt vorwegzunehmen, da gibt es eine Illustration von diesem Phil Barlow, wo Kylie halt nicht diesen, ja, sie hat ja diesen Dingsbums Football-Schutz genau, in der Serie. Schutzpanzer, ja. Und stattdessen hatte sie auf diesem frühen Bild hatte sie einen langen, lilanen Umhang, also eine Jacke, einen Mantel, einen langen lila Mantel, und das war alles noch ein bisschen gothiger sozusagen und hat irgendwie so ein großes, grobes Pack auf ihrem Rücken gehabt, das so ähnlich aussah wie das die Actionfiguren auf dem Rücken hatten. Mhm. Also ja, so Eimer vor, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nur noch, dass es mir gefallen hat. Das fand ich interessant. Das Design hat mir schon besser gefallen als das Finale. Und dann hat er noch für Egon ein Design gepostet, irgendwann mal veröffentlicht, hat gesagt, hier, das war meine ursprüngliche Idee für Egon. Egon ist mittlerweile eine Art Botschafter zwischen dem Reich der Menschen und der Geisterwelt, was ich total interessant fand. Was übrigens auch anschließt an etwas, was Egon in der Real Ghostbusters-Serie mal sagt. Und zwar in der Folge Greta, der Gottesanbeterin, meint Egon irgendwann zu Ray, ich wollte immer mal Vermittler sein zwischen den Geister und der Menschenwelt. Mhm, ja, stimmt. Und das war halt so eine Idee, die dieser Phil Barlow auch hatte, und hat Egon dann irgendwie so in so einer langen Robe, so ein bisschen Gandalf-mäßig mit einem Bart und so einem Stab halt irgendwie. Es war wahrscheinlich zu gewagt und zu fernab von dem, was man so mit der Figur assoziiert hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es interessant gefunden und mutig und neu vor allen Dingen, ja, und eigen. Zumindest hätte es mich mal in einer Folge irgendwie mal gekickt, wenn man das mal gezeigt hätte, so eine alternative Realität oder so, wo das so gewesen wäre. Ja, ich hätte es wahrscheinlich, ich hätte es die ganzen 40 Folgen über gerne gehabt. Okay. Ob sie es natürlich gut umgesetzt hätten, steht auf einem anderen Papier, aber allein, dass sie mal was Kreatives, Neues gewagt hätten, weil so von der Struktur her ist es ja eigentlich dasselbe wie bei Real Ghostbusters. Du hast wieder vier Leute, die halt regulär auf Geisterjagd gehen mit Protonenstrahler auf dem Rücken. Ja, ich muss aber sagen, es schließt schön an. Also wenn man da jetzt noch das, wenn man das jetzt mit Spengler noch mit reingebracht hätte, dass er eben zwischen diesen Welten wandeln kann und so, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen und das hätte vielleicht die Serie zu sehr von Real Ghostbusters irgendwie entfernt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, dann macht das doch, dann konsequent. Wenn ihr extrem seid, dann zieht das Ding extrem konsequent durch. Und man kann ja immer noch sagen, hat mir nicht gefallen, aber nicht sowas halb kopiertes, dass sich dann nicht wirklich irgendwie was traut. Mhm. Ja. Im Vergleich zu dem, was hätte sein können. Ja? Ja, ich sage ja auch nicht, dass es verkehrt ist, nochmal eine erfolgreiche Formel zu wiederholen oder zu variieren. Ich meine, das hat ja Paul Feig auch gemacht und es hat mir auch gefallen. Aber ich finde es halt reizvoll und ich weiß, wie mir die Extreme Ghostbusters-Serie gefällt und deswegen fällt es mir umso leichter zu sagen, ja, das würde ich vielleicht opfern zugunsten von etwas, das ein bisschen mutiger gewesen wäre. So, so. Ja.
Und es sollte noch einen zweiten Sidekick geben, nämlich noch, ich glaube, ich weiß nicht, wie er heißen sollte, aber noch ein Kobold sollte in der Feuerwache neben Slimer sein. Das muss nicht sein. Einer reicht. Bin auch froh, dass sie das gelassen haben. Das hätte zu viel. Ich meine, Slimer hat ja eh schon viele Gags immer in den Folgen und so seine Momente. Wobei ich übrigens sagen muss, Slimer ist gerade ein guter Stichpunkt. Ich finde Slimer in Extreme Ghostbusters nicht so nervig wie in Real Ghostbusters, muss ich sagen. Gerade in den späteren Staffeln fand ich Slimer extrem nervtötend. Und ich finde, in Extreme Ghostbusters hat er so seine Momente, da hat er so seine Gags. Aber ich finde, da fügt er sich irgendwie besser ein, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, Slimer in den ersten beiden Staffeln der Real Ghostbusters war halt auch nicht so penetrant. Richtig. Der ist halt dann einfach zu diesem Hauptact mutiert, leider. Aber gut, ich meine, wenn ich Extreme Ghostbusters mit Real Ghostbusters messe, dann natürlich an den guten Folgen, nicht an dem, ja, klar. Der aber, scheiß Ausschuss war am Schluss dann. Aber ich muss sagen, dass ich da, so ist zumindest meine Meinung, das Gefühl habe, dass man sich da schon eher an den guten Folgen orientiert hat. Das finde ich, merkt man auch, mit welchem Ernst man die Serie angeht. Also ich meine, die ist ja klar düsterer insgesamt und hat mehr Horror-Elemente als Real Ghostbusters, aber ich finde, das passt auch so ein bisschen zu dem, was Real Ghostbusters früher gemacht hat. So Sachen wie mit Angst vor dem bösen Mann, da hat man ja auch eher, sag ich mal, so ein bisschen klassischen Horror mit drin gehabt. Bei dem Horror an sich stimme ich zu. Gerade halt auch, wenn wir uns die Filme angucken. Haben wir auch schon ausführlich drüber geredet. Aber das Problem war, dass der Humor auf der Strecke geblieben ist. Ich finde, dass das an erster Stelle bei Ghostbusters muss der Humor kommen. Und das ist irgendwie abhanden gekommen. Das, was ich da an Humor sehe und was übrig geblieben ist, das habe ich in jedem Film. Ja? Da kann ich mir, wenn ich mir so einen Marvel-Film angucke, das sind auch keine Komödien, ja? Aber trotzdem habe ich ja diese Art von Humor oder diesen so viel Humor halt, dass ich zwischendurch mal lachen kann. Das ist in erster Linie soll es Comedy sein, finde ich. Und das ist ein bisschen schade. Also, das ist wieder spannend, weil ich finde, das hält sich sehr gut die Waage in der Serie. Also mehr Humor hätte es für mich zum Beispiel jetzt gar nicht gebraucht. Also es gibt immer wieder Momente, die gerade so die Sprüche, die Garrett und Eduardo machen, das sind ja Sachen, die lockern so ausweglose Situationen oft sehr gut auf. Und ich finde, das ist eigentlich auch das, was ich von Peter immer gewohnt war. So, ich finde, das ist so ein bisschen in den beiden Figuren mit vereint. So. Ne, das sind so die beiden, die das immer so ein bisschen lockerer sehen und oft mal vielleicht auch ein bisschen, gerade Eduardo, ein bisschen skeptischer sind und so. Ich finde, wenn du musst viel mehr Humor einbringen, um diesen enormen Gehalt an Horror auszugleichen. Ich meine, das ist ja nicht mehr dieser leichtfüßige Real Ghostbusters Horror, auch wenn du dir die unheimlichsten Folgen von Real Ghostbusters annimmst, aber das ist ja wirklich richtig dämonischer Horror. Ich meine, da werden Menschen, die mutieren und werden, was weiß ich, ausgesaugt oder ich weiß nicht, was da. Einige werden gleich umgebracht. Und dann am Ende sind sie aber dann nicht konsequent und denken sich, ah, wir sind ja eine Kinderserie und dann wird alles märchenhaftmäßig wieder in Ordnung gebracht. Ah, das ist aber schwierig, Da können wir direkt mal ein paar Sachen nennen, die vielleicht doch irgendwie so mit dem Titel Extreme sich ganz gut vereinbaren lassen. Denn das ist ja was die Serie tatsächlich von Real Ghostbusters sehr abgehoben hat, nämlich die ja teilweise wirklich sehr gruselige Elemente, die wirklich mehr an klassische Horrorfilme erinnern. Es gibt ja Folgen, in denen wirklich Menschen schwer verletzt oder verstümmelt werden teilweise. Mhm. Wenn man an die Folge Deadliners denkt mit den Craniacs, ne? Das ist ja übel, ne? Die Menschen werden da als Leinwand benutzt, sozusagen, so nennen sie es ja, und werden dann verändert, indem ihnen, keine Ahnung, die Haut aufgeschnitten, neu zusammengesetzt wird und werden total entstellt. Und das ist natürlich schon hart für so eine Trickserie. Ja, ich habe auch so oft irgendwelche Videos gesehen oder Rezensionen gelesen, wo die Leute gesagt haben: Ey, guck mal, ihr cool, das ist wie bei Hellraiser. Aber nee, das hat in Ghostbusters nichts zu suchen. Ja, das ist, ich finde, das ist
ein Punkt von so vielen, wo die Serie komplett am Ton vorbei ist, von dem, was Ghostbusters ausmacht, was für mich die Großartigkeit von Ghostbusters ausmacht. Ja, ja, es schießt manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, ne? Ja, das sind, ich meine, diese Craniac-Folge ist ziemlich am Anfang noch und dann ist man, ja, dann hat man den Boden unter den Füßen weg, aber auch im weiteren Verlauf, ich meine, ich habe ja jetzt nochmal als Vorbereitung ich da durchgeguckt und erst gestern in der letzten Folge, da ging es um so einen Hexenbund. Das sind so drei Teenie-Hexen und immer wenn denen irgendwie was nicht passt oder wenn jemand über den Weg läuft, der ihnen nicht gefällt, dann beschwören die so einen Geist. Und die eine, das ist so eine Schönheitskönigin, die mutiert zu einem hässlichen Troll, dann ist irgendwie so ein Typ, der halt zu einem Baum mutiert und also da erfahren Menschen richtig dämonische, böse Schicksalsschläge und das ist mir zu heftig. Das kann man bringen, aber das muss man entsprechend kompensieren mit Humor. Ja, und da ist mir nicht genug. Das ist mir nicht genug. Das reicht uns nicht. Nee, das reicht uns nicht. Ich meine, nichts anderes ist Sigourney Weaver in dem Film passiert, wenn sie zum Hund wird oder so, aber dann hast du halt Bill Murray da stehen und sagt, okay, na gut, sie ist ein Hund. Und Garrett und Eduardo, die können das für mich nicht ausgleichen. Die können meinetwegen in die Wüste gehen, aber die können das nicht ausgleichen. Obwohl, Eduardo mag ich. Ja. Ich liebe den auch. Ist auch... Wir können ja mal, wo wir jetzt gerade den Bogen so gespannt haben, zu den vier Akteuren mal übergehen, dass wir die ja mal so ein bisschen besprechen. Fände ich nämlich mal ganz, ganz interessant. Was ich so zusammenfassend für mich, für die vier neuen Ghostbusters sagen kann, dass die für mich absolut dieses Element haben, was Ghostbusters braucht und was Ghostbusters ausmacht. Wir haben das, glaube ich, du hast das in unserer allerersten Podcast-Folge mal sehr ausführlich beschrieben, warum Ghostbusters uns so begeistert. Und das ist ja eben dieses, dass jeder wirklich dieser Held sein kann. Jeder kann das sein. Jeder kann sich so eine Uniform nehmen und so ein Pack umschnallen und kann selbst zum Helden werden. Und das, finde ich, passt hier hervorragend. Und da muss ich sagen, das ist ganz spannend. Ich habe die Serie in den letzten Tagen mit meiner Frau zusammen gesehen, nachdem wir so ein paar Folgen von The Real Ghostbusters auch wieder geguckt haben. Und spannenderweise hat meine Frau gesagt, dass ihr Extreme Ghostbusters mehr gefällt. Und ich habe sie gefragt, warum. Und sie meinte, ja, ich finde die Figuren sympathischer. Und das fand ich erst ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, okay, also Ray, Peter, Winston und Spengler, das sind doch hochsympathische Figuren. Und sie sagte, ja, aber das sind Wissenschaftler, das sind Profis. Und sie sagte, und gerade, dass das eben Studenten sind, dass das so ich sag mal, Normalos sind. Ne? Einer von denen sitzt im Rollstuhl, ist behindert. Ja, selbst der kann in dieser Truppe mitmachen, ist ein Held und ist cool dabei. Sie sagte, dass da kann ich mich mehr mit identifizieren. Und das ist ein Punkt, wo ich ihr auch recht gebe. Ich möchte damit jetzt auf keinen Fall das Oldschool-Team irgendwie schlecht reden oder so. Im Gegenteil, die liebe ich. Die haben ihren Kultstatus vollkommen zurecht. Und das sind auch immer die Ghostbusters. Aber ich finde, das neue Team, das hat auch irgendwie Herz. Und auch diese Dynamik zwischen den Vieren, das sind ja keine Freunde in dem Sinne, das muss man ja aussagen. Das ist schon ein zusammengewürfelter Haufen, der sich zufällig in dieser Vorlesungsstunde von Dr. Spengler begegnet. Kylie ist die Einzige, die da irgendwie einen Bezug zu hat, zu diesem Paranormalen, weil sie eben die Bücher von Spengler auswendig kennt und sich dafür begeistert und Fan von ihm ist. Und die anderen wollen sich halt so gute Noten abgreifen. Und aber die raufen sich halt im Laufe der Zeit zusammen und trotzdem, finde ich, haben die eine tolle Dynamik miteinander, eben weil sie nicht so eng miteinander befreundet sind. Also das finde ich schon toll, dass das dann trotzdem so funktionieren kann. So, dann schießt du mal jetzt gegen mich. Ja. Also, was ich bei den originalen Ghostbusters so schön fand, war, dass... Das sind halt nicht Leute, die sich in irgendeiner Situation kennengelernt haben und dann was gemeinsam gemacht haben, sondern du hast gemerkt, dass das Freunde sind seit Jahren. Ja? Okay, und Winston hat sich dann später da auch ziemlich gut eingefügt.
Aber diese Kameradschaftlichkeit, diese Freundesbande war zu jedem Zeitpunkt zu spüren. Und das ist auch bei den neuen, bei den Reboot Ghostbusters ja so, wo es darum geht, dass die eigentlich eine dicke Freundschaft verbindet, und diese Freundschaft müssen sich im Laufe des Films neu erarbeiten und das als Basis irgendwie so nehmen. Bei den Extreme Ghostbusters hast du vier Leute, die halt zufälligerweise alle in einem Kurs waren. Das sind auch die einzigen vier, deswegen werden die rekrutiert. Und dann geraten die jetzt zusammen in diese neue Ghostbuster-Situation, können sich alle nicht leiden, keifen sich 40 Folgen lang über an und sind alle, aber wirklich alle, unsympathisch. Ugh, ekelhaft. Tut mir leid. Aber ich finde die alle so unsympathisch, die sind sich nur am Ankeifen. Ich meine, da brauche ich doch keine Serie, die ich mir angucke, da kann ich auch auf die Arbeit gehen. Da habe ich auch Kollegen, die Kollegen sind statt Freunde. Aber sie keifen sich ja nicht immer 40 an. 40 Folgen lang keifen die sich nur an. Da gibt es keine Verbesserung oder Wandlung. Also, ich habe sie mir gerade alle angeguckt. Die sind sich noch in der allerletzten Folge am Ankeifen. Also, das sie sagen wir es mal so, sie sind natürlich keine dicken Freunde. Aber ich finde, gerade wenn du mal die Dynamik zwischen speziell Kylie und Eduardo nimmst, ja, wo ja offensichtlich auch mehr vorhanden ist als jetzt nur irgendwie kollegiale Loyalität oder so. Ich meine, die empfinden ja anscheinend auch was füreinander, zumindest wird das sehr oft angedeutet. Und ich finde es schon, dass es sehr oft Momente gibt, wo man auch merkt, dass gerade Eduardo sich sehr für seine Kollegen auch einsetzt. Ich meine, es gibt so viele, ja. Es gibt so viele Momente, zum Beispiel in der Folge, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, sie anziehen waren das mit diesem Augen Dämon Tenebrock. Da gibt es ja auch diesen Moment, also eigentlich in der ganzen Folge, ja, stimmt, sie keifen sich die ganze Zeit nur an, weil Eduardo halt ihren Protonenblaster verliert und sie ihn dann suchen müssen. Und als sie seinen Protonenpack dann hergeben muss, weil sie bedroht werden, ja, und er dann aber zu Egon sagt, ja, ich habe auch das zweite Protonenpack verloren, so, ne, und sie später sagt, ja, wieso hast du denn gelogen? Und er sagte, naja, ich wollte nicht, dass dein Tag noch schlimmer wird für dich, so, ne, das sind so Momente. Oder in irgendeiner Folge sagt er auch, ich glaube, es war mit dem Pflanzendämon die Folge, wo er sagt, irgendwie so, er rettet sie, ne, und sagt dann irgendwie so, naja, wenn ich in der Nähe bin, dann wird dir nichts Schlimmes passieren und so. Ich finde, das spürt man total, dass die beiden irgendwie mehr füreinander empfinden. Und ja. Das gibt dem schon mehr Tiefe. Also ich sehe das nicht so. Das ist oft so, dass sie sich so ein bisschen, immer so ein bisschen zanken und auch immer so ein bisschen sich gegenseitig piesacken. Ich finde das aber nicht so schlimm wie in diesem in dem Skript zu Ghostbusters Hellbent, was wir mal besprochen haben, wo auch diese neuen Figuren drin waren. Also da fand ich es echt extrem. Da habe ich gar keine Chemie gespürt. Na, ich fand, das gab sich nicht viel. Du hast ja jetzt aber auch clevererweise hier mit Eduardo und Kylie, die beiden, ich meine, da ist es nochmal was Spezielleres, weil das ist eher so, was ich lieb, das neckt sich, weißt du? Und der spricht halt keiner aus. Und da, das hat durchaus was. Ich meine, das ist ja dann auch mal durch die Illustration unterstützt, dann zwischendurch, ja, dann ticken sie sich ein bisschen an, dann lächeln sie sich aber auch an und so. Aber auch in allen anderen Formationen sind sie sich nur am Kritisieren die ganze Zeit. Wenn du diesen Rollstuhl-Heini nimmst, ekelhaft. Garrett, die furchtbarste Ghostbusters-Figur aller Zeiten. Oh, da jetzt kommt der Groll hoch. Der ist so widerwärtig und unsympathisch und großkotzig und bah. Und dann hast du den armen Roland, der total langweilig geschrieben ist, und auf dem hacken sie alle rum, ja, weil das ist der am wenigsten aggressiv ist, also ist es der, auf dem rumgehackt wird, von allen Seiten, von allen dreien. Und du hast dann, okay, Eduardo mag ich halt, der tut halt auch manchmal ein bisschen großkotzig, aber eigentlich ist er ein Trottel, ein liebevoller. Wobei er aber auch nicht dumm ist. Es gibt ja auch genug Folgen, wo sich zeigt, dass er durchaus mehr Intelligenz besitzt, als es ihm von seinen Kollegen zugetraut wird. Ne?
Ja, Eduardo, mit dem haben sie auch ein bisschen was gemacht. Der hat ja auch die eine oder andere schöne Folge. Es gibt diese Folge, wo er so ein bisschen einen Hintergrund gewinnt. Da geht es um das Verhältnis zu seinem Bruder, der Ja, Polizist ist. Und wunderschöne Folge. auf seltsame Art und Weise, ich weiß nicht, die Extreme Ghostbusters sind wohl nie im Fernsehen oder in der Zeitung. Deswegen weiß der Bruder nicht, dass Eduardo ein Ghostbuster ist. Genau. Und auch nicht, dass Egon Spengler ein Ghostbuster ist, der kurzzeitig bei ihm wohnt, weil die Feuerwache saniert werden muss. Aber nichtsdestotrotz ist die Folge ganz süß geschrieben und am Ende dann sagt er dann so, jetzt ich stehe zu dem, was ich bin und was ich mache, das finde ich ganz nett. Aber Garrett, nee, also ich find's schön, natürlich stehe ich weiterhin zu dem, was ich gesagt habe, jeder kann das sein, aber diese Rollstuhl-Idee ist so dämlich. Wenn du nichts gegen die Idee, ein Rollstuhl-Charakter, ein Charakter mit einem Rollstuhl in die Serie einzubringen, aber dann doch in irgendeiner realistischen Rolle. Ich meine, er kann doch ein Held sein auf irgendeine andere Art und Weise. Da muss ich doch nur ein bisschen nachdenken. Es gibt so viele Situationen in so vielen Folgen, wo du denkst, ja, da käme er jetzt eigentlich nicht weiter oder jetzt wäre er gefressen worden von dem Höllenhund, der da irgendwie hinter dem Ecto herhechtet. Ja. Er kommt auch mit seinem Rollstuhl über alle Hürden drüber, über Müllberge, über hier, über dies und über das. Das ist physikalisch völlig unmöglich. Aber auf Teufel komm raus, politisch korrekt, wir brauchen einen im Rollstuhl. Und naja, aber oft genug muss er auch draußen bleiben oder muss dann einen Fahrstuhl nehmen, während die anderen schnell eine Treppe hochlaufen oder so. Oder sie müssen ihn irgendwo rauftragen oder so. Das gibt es ja auch hin und wieder mal, solche Momente. So. Ja, manchmal ist es ein bisschen realistischer und das sind dann aber die Momente, wo die Serie sich eingestehen muss, eigentlich macht das keinen Sinn. Ja, ein Ghostbuster im Rollstuhl, das ist Blödsinn. Also ich bin bei Garrett immer hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen mal stark drüber nachgedacht, wie ordne ich den eigentlich ein, so in der Figurenriege des Ghostbusters-Universums. Und ich schwanke immer. Einerseits ist er absolut ein Großkotz und geht mir auch manchmal wirklich sehr oft auf die Nerven, weil er immer so mega enthusiastisch ist und eigentlich immer nur Ghost Butt kicken will, ja, wie er mal sagt. Und andererseits, ich denke mir immer so, eigentlich passt das total zu ihm, weil er eben gehandicapt ist und er muss das irgendwie wieder wettmachen und das kriegt er total hin und er musste anscheinend irgendwie so ein, ich sag mal, so ein harter Hund werden und so ein bisschen eine große Klappe haben, weil er sich immer irgendwie behaupten musste im Leben und er ist halt so extrem sportbegeistert und so. Und ich finde, es gibt ihm schon eine gewisse Tiefe und in gewisser Weise steckt er auch eine Tragik dahinter. Und ich finde, grundsätzlich hätte man schon eine Folge auch machen können, wo man ihm mehr Background gegeben hätte. Es gibt ja die Folge mit dem Golem, wo man seinen alten Freundeskreis kennenlernt, der auch mega unsympathisch ist. Aber ich finde, mir hat da so ein bisschen die Folge gefehlt, wo man bei ihm noch ein bisschen mehr Tiefe gewinnt und vielleicht auch ein bisschen mehr die Tragik bei ihm kennenlernt. Aber das haben sie sich anscheinend nicht getraut. Die Golem-Folge ist übrigens auch gut. Die ist super, Trotz Garrett. die ist gut. Also das fand ich schon cool, dass das Ghostbusters diesen Antisemitismus da irgendwie mal behandelt hat. Ja, fand ich auch schön. Ohne das jetzt irgendwie jetzt mit erhobenem Zeigefinger oder so. Aber das ist halt einfach so ein natürlicher. Es war sehr organisch geschrieben. War eine schöne, bessere Folge. Ja. Aber bei Garrett kommt wirklich alles zusammen. Erstmal nehme ich... Es ist Blödsinn. Ein Rollstuhlfahrer kann keine Geister jagen auf die Art und Weise, wie Ghostbusters das präsentiert. Das ist einfach, es geht einfach nicht. Auf der anderen Seite ist er dann noch dieser Großkotz und großspurig und ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie er, wenn er irgendwas kompensieren möchte damit, dann ist es zumindest so geschrieben, dass das nicht nachvollziehbar ist. Das ist, ich weiß nicht, dann hätte er im stillen Kämmerlein vielleicht auch mal andere Szenen bekommen sollen, dass ich sagen kann, okay, da kommt's her. Und das ist noch sehr subjektiv natürlich. Ich mag seine deutsche Stimme und auch seine englische Stimme mag ich überhaupt nicht. Das ist halt auch immer noch mal so eine Sache, wo mit einer Figur stehen oder fallen kann. Ja, das ist so.
Eine Sache, die ich noch kurz zu Roland sagen wollte, weil du vorhin sagtest, er ist der langweiligste Charakter in der Serie. Ich sehe es auch so, dass er nicht besonders viel mitbringt und auch nicht besonders viel Tiefe hat. Er ist halt so der ruhige Part, der Mechaniker in der Truppe, ja. Der Tech-Geek, wenn man so sagen Der ist der möchte. Schwule, der hat sein Outing noch vor sich. Das habe ich mir übrigens auch immer gedacht, aber es gibt ja auch explizit Folgen, wo sie versuchen, ihn ja auch so ein bisschen in der Frauenwelt mehr ankommen zu lassen. War das nicht sogar in der Folge Dog Days? Ich weiß es nicht mehr. Da gab es doch die Frau Ja, da mit den war Hunden. Garrett drauf und dran, ihn immer verkuppeln zu Ja, wollen, aber er hat genau. dann immer gesagt, nee, nee. Ja. Ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, dass man das vielleicht im Hinterkopf gehabt hat, dass er eigentlich schwul ist. Weiß ja Ja, nicht. da hätte man ein bisschen noch was rausholen können. Also nicht, dass Ja. ich jetzt gewollt hätte, dass, ich meine, vor 20 Jahren sowieso undenkbar, aber man kann ja auch zwischen den Zeilen schreiben. Richtig, Ja. ja. Das hätte man da ruhig machen können. Hätte ich überhaupt nicht schlimm gefunden. Und wie gesagt, Die die. Figur hätte das unglaublich nötig gehabt. Ich meine, ich will nicht Ja. sagen, dass das Schwulsein ist ja keine Charaktereigenschaft, aber dass du halt einfach der Figur irgendwie ein bisschen was mehr mitgibst, als nur einfach, okay, das ist der stille Tüftler. Ja. Ja. Stimmt, ja. Das ist halt das irgendwie, weiß nicht, also man lernt ja von seiner Familienseite auch, glaube ich, nur den Cousin oder so kennen, glaube ich, oder den kleinen Bruder, der so unfassbar unflätig und frech ist und nur Mist baut, der auch irgendwie, glaube ich, irgendwie Ohrenschmalz auf so eine Probe schmiert und so. Ah, furchtbar. Aber er gewinnt halt nie an Tiefe, so, weiß ich nicht. Es gibt halt die Folge Infernal Machine, wo er dann ja von diesem Luko besessen ist, von diesem Dämon, der ihm dann befiehlt, dass er diese Maschine bauen soll. Und er fängt Ach, ja vorher schon langweilig. an, dass er da diese Müllmaschine baut und ihn die Kollegen, sogar Spengler, alle total aufziehen und so. Was ich übrigens bei Spengler auch total unpassend fand in der Folge, aber davon mal ab. Da wäre ein Moment gewesen, da hätte man ihm noch ein bisschen mehr Tiefe geben können und noch so eine kleine Background-Story und so, ne? Und da war ja so, da schwang ja so ein bisschen mit, er möchte Leuten irgendwie gefallen und irgendwie Beeindruckendes schaffen und so. Und das kam für mich in der Folge leider gar nicht durch. Und das hätte seinen Charakter echt nötig gehabt, sowas. Das ist, ja, das ist so. Übrigens, die Grundle-Folge ist auch, also ich weiß nicht, der Grundle, der ja noch von den Extreme von den Real Ghostbusters rübergeschwappt kam. In Real Ghostbusters, da hast du dieses Kind, das in den Bann des Grundles gerät. Und es ist ein verunsichertes Kind in einem schlechten Elternhaus. Der Vater ist irgendwie, ich glaube, der ist nicht besonders gutherzig und kümmert sich nicht so richtig und weiß ich nicht, also das wirkt ein bisschen zerrüttet alles so. Und der Junge ist verunsichert und versucht irgendeinen Anschluss zu finden und gerät dann an diesen Grundle und so. Ist aber eigentlich nicht böse. Das ist kein böses Kind. Und am Ende, wenn es dann halt so um den Bruder geht oder so, dann reißt er sich auch zusammen und lädt dieses Wesen wieder aus. Total schön. Und in Extreme Ghostbusters ist ja das Opfer des Grundles sozusagen Rolands Bruder. Ist das der kleine Bruder, nicht wahr? Ich glaube schon, ja, der Ja, Bruder ist der Bruder. Und das ist einfach nur Arschlochkind. Und Ja. ja, also bei dem ist mir das völlig egal, ob der an den Grundle gerät oder nicht. Oder ich fiebere mit dem nicht mit. Ja. Der macht auch keine Wandlung durch, dass irgendwie diese Idee von dem Grundle war ja, dass er sich unschuldige Kinder nimmt und die dann zu seinesgleichen macht nach und nach. Und das hat er bei dem überhaupt nicht nötig, weil der ja sowieso schon Arschloch ist. Ja, stimmt, der tut einem überhaupt nicht leid. Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ja, nimm ihn mit, komm, Also den brauchen wir nicht mehr. das war so eine verschwendete Gelegenheit. Das Einzige, was interessant war, war dieser Rückblick mit Kylie, die da Ja, ihren Freund da verloren hat das als fand ich Kind. auch total schön, ja. Ja. Und den Grundle tatsächlich fand ich ein bisschen unheimlich in Extreme Ghostbusters. Ja, fand ich auch. Vor dem Fenster steht, komm heraus und spiel, komm heraus und spiel. Ist auch im Original extrem gut gesprochen, der Grundle. Ja, ja. Come out and play. Das Ja, finde ich so ja. schön. Also er singt das ja so halb. Da kommen wir zum guten Punkt, den ich ganz kurz einwerfen muss. Ich finde die deutsche Synchro katastrophal. Du, das ist, ja, du hast recht. Ich war auch eben am Überlegen, aber wir haben noch so viele Punkte mit den Charakteren und so. Gut, dann kommen wir später nochmal auf die Synchro zurück. Dann haben aber schon mal gespoilert jetzt. Nee, gut, dann haben wir eigentlich Roland abgehakt oder wolltest du noch was loswerden zu Roland?
Nee. Ich will eigentlich zu Roland nichts loswerden. Ich will zu dem nichts loswerden. Ich will Roland den loswerden, aber ich will zu ihm nichts loswerden. Wollen wir dann zu Kylie übergehen? Oh, Kylie ist meine liebste Figur auf der Serie, aber ich glaube, das geht jedem so. Oder? Ja, bei mir ist sie immer mit Eduardo zusammen auf Platz 1 gewesen. Ich finde, die beiden, die reißen es echt raus in der Serie. Also, das sind meine absoluten Favorites, definitiv. Ich fand Kylie noch besser als Eduardo. Natürlich ist auch okay. Also, ich brauche eigentlich nur Kylie und Eduardo. Irgendwie schon, ne? Und ja, auch Kylie und Eduardo brauchen nur sich. Aber Kylie habe ich natürlich noch ein bisschen lieber, weil ich mochte immer Frauen lieber. Und sie war halt, sie hatte diesen Status der ersten regulären Ghostbusterin. Klar, vorher gab es so ein bisschen Janine, aber regulär halt. Und ich mochte immer Gothic-Mädels. Das mochte ja, ich total. Und das finde ich aber bei ihr total cool, dass sie nicht dieser Klischee-Goth ist, so wie man ihn immer angetroffen hat. Zu dem Zeitpunkt war das ja auch ganz populär. Das ist einfach nur ihr visueller Stil. Ja, die schminkt sich so und zieht sich so an, aber sie sitzt jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause und spricht zu den Toten oder zündet Kerzen an oder ist ja melancholisch und beschwört die Düsternis und so ein Schwachsinn. Das ist nur Teil ihrer visuellen Ausdrucksweise. Genau. Und das finde ich schön. Also, ja, sie ist keine Klischeefigur. Mhm. Und sie ist natürlich smart und hat es auf dem Kasten, ist die Figur, die noch am ehesten ein neuer Egon ist. Belesen und cool und schlagfertig. Und nicht unsympathisch, was ich total wichtig finde. Also natürlich ist sie gescheiter und hat mehr auf dem Kasten als die anderen drei. Und manchmal muss sie die ein bisschen zurechtweisen. Aber es ist nicht dieses, weißt du? Sondern ja, ich kann sie halt nachvollziehen, ist cool. Ich finde sie auch fantastisch geschrieben, also unglaublich. Das ist so richtig so für mich so als weiblicher Ghostbuster immer Vorbild gewesen. Also Janine war natürlich immer zuerst, da hat das so ein bisschen vorgemacht, aber ich finde, bei Kylie haben sie es nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Ja, ich mag ihre Figur. Ich finde die Umsetzung ein bisschen doof halt mit ihr, also das Design ihres Einsatzpanzers. Ja, das hätte man besser machen können. Bisschen doof. Finde ich aber generell bei den Extreme Ghostbusters durchgehend nicht so toll. Erstmal, da hat ja jeder irgendwie, ich glaube Garrett und Roland sind die mit den Jumpsuits, genau. Die haben die normalen Uniformen an. Und Eduardo hat ja nur dieses Hemdchen und eine Weste oben drüber. Und Kylie, also weiß ich nicht, also das sieht von vornherein schon aus wie ein schlechtes Cosplay. Ja, das ist irgendwie so wie, als ich damals als Kind Ghostbuster gespielt habe. Ja, da haben wir uns unsere Fahrradhelme aufgesetzt, weil es dann irgendwie so als Schutzhelme cool war. Und dann haben wir die lustige bunte Spielzeugpistole genommen und dann auch irgendwie eine bunte Jacke angezogen. Und dann war man so fertig als Ghostbuster. Und so sieht Kylie aus und Eduardo auch halt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich bin ein Uniform-Fan. Ich auch. Ich fand das auch immer schade, aber ich glaube, dass das auch beabsichtigt war, dass man da wahrscheinlich. Ich finde, es fällt auf, dass man gerade bei den beiden Figuren, die eigentlich am meisten in der Serie Background haben, im Gegensatz zu den anderen beiden Kollegen, und die halt auch irgendwie, finde ich, am besten funktionieren in der Serie, dass man da auch drauf geachtet hat, dass sie ein bisschen individueller sind, auch vom Design her, vom Klamottenstil her. Das merkt man hier total, finde ich. Ja, kann man ja auch machen, aber ich hätte es mir anders halt vorgestellt. Ja. Zum Beispiel mit dem Design, was ich vorhin erwähnt hatte, dass sie halt einfach einen langen lila Mantel trägt oder so, das ist dann einfach halt, ja, ich meine, das ist ja keine Football-Spielerin. Ich weiß auch überhaupt nicht, was dagegen gesprochen hat, dass man auch den beiden Uniformen gibt. Das verstehe ich nicht. Ja, irgendeiner, der zuständig, einer von den Produzenten hat gesagt, hier, guck, das ist ein Foto von einem Mädchen in einer Football-Uniform. Und so stelle ich mir die Figur vor. Toll. Und da hat der gute Phil Barlow gesagt, okay, ich meine, du bist mein Chef, dann muss ich das halt so machen. Ja. Das sieht jetzt so aus. So ist das entstanden. Aha, okay. Ja. Sehr gut.
Ja, ich weiß nicht, man gewöhnt sich natürlich dran. Also für mich ist es jetzt so, ich kann mir halt die Figuren auch nicht mehr ohne dieses Design vorstellen. Das gehört inzwischen dazu. Aber das war halt schon immer so, auch als dieses erste Promo-Bild, das ist ja dieses bekannte Bild, ne, wo sie da in dem Spengler in Pose stehen, ne, und Eduardo da diesen Protonenblaster in der Hand hält. Hat mich das immer ein bisschen gestört, weil ich dachte, warum sehen die denn so aus? Warum läuft denn der eine in seinen ja fast schon Privatsachen rum? Warum hat die andere so ein Panzer drumrum und darunter so ein Sportdress? Das weiß ich nicht, fand ich immer schon komisch und befremdlich. Ja, also als ich das erste Bild gesehen habe, das war in der TV-Movie. So. Und ich habe das schon mal gesagt, glaube ich, für unseren ersten Podcast, dass es ein Artikel heißt, Achtung, kein Kinderspaß. Und da ging es darum, dass Men in Black, Extreme Ghostbusters und Bob Morane auf Super RTL anlaufen, die auch für Ältere gedacht sind. Da ist dieses Bild von den vier neuen Ghostbusters, die so schräg nach oben schießen. Also Roland und Eduardo stehen hinten, und ich glaube, es wird auch das Bild sein, das wir jetzt für den Podcast haben werden. Ja? Du meinst dieses Bild aus der Folge Fear Itself? Ja, genau das. Ja. Das ist das erste Bild, das ich von denen gesehen habe. Und da fällt das gar nicht so ins Gewicht mit dieser komischen Uniform von Kylie. Ich glaube, meine erste Reaktion war, oh, die sehen aber cool aus. Ja, da hat es mir noch gefallen. Da fandst du es noch gut. Ja, ach, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, nee, aber weil du gesagt hast, du kannst dir die Figuren gar nicht anders mehr vorstellen, oder war das dazu? Das kann ich durchaus. Und zwar, ich finde, die neue IDW-Comics-Serie hat das Beste gemacht, was man machen kann. Hat die geile Figur, die geile Kylie, die geile Geili Kylie aus der Serie rausgenommen, anständig angezogen und den ganzen Rest weggeschmissen. Das ist die beste Art und Weise, wie du damit umgehen kannst. Ach, Timo, du Ja, brichst mir das entschuldige. Herz. Es tut mir so leid. Nein, ach, wie gesagt, das ist. Ich finde es ja auch spannend, mich mal mit jemandem zu unterhalten, der die Serie nicht irgendwie mag und halt auch mal Das, und, Kritikpunkte und hat. das ist ja das Irre. Es ist nicht so, dass ich die Serie nicht mag. Ich mag die. Das hat man bisher noch nicht so gemerkt, Ja, finde da, ich. erst zu den Sachen, die ich mag, komm ich später oder zwischendurch immer oder warum ich es mag. Aber mir ist einfach wichtig, dass ich entschuldige, dass ich habe jetzt die ganze Zeit geschwärmt über die Filme, über die Real Ghostbusters und was wir bisher so besprochen haben. Und mir ist einfach wichtig klarzustellen, hier ist für mich ein Cut und spielt nicht in derselben Liga und das und das und das ist der Grund. Ja? Aber das ist ja nicht, das ist ja wie bei der Wäsche. Da gibt es viele feine Abstufungen. Ja? Ich meine, Sehr schönes Zitat, danke. du hängst die Serie einfach für eine Viertelstunde aus dem Fenster und holst sie nicht wieder rein. Ah. Ja, Danny, wie gefällt dir eigentlich so der Vorspann? Mir nicht. Du, das habe ich fast gedacht schon, dass der dir nicht gefällt. Ich finde ihn gut. Ich mag ihn gerne. Liegt aber auch daran, dass ich generell eh auch so, ich sag mal, etwas härterer Gitarrenmusik nicht abgeneigt bin, ja? Ja. Wie man hier vielleicht auch schon im Podcast gemerkt hat. Und ich finde ihn visuell total beeindruckend. Und ich finde ihn halt auch stimmungsvoll, weil ich auch dieses. Es ist ja nicht so, dass der Song einfach nur auf die Fresse geht, um es mal auf Deutsch zu sagen. Der ist ja schon auch so ein bisschen mit dieser Stimme so ein bisschen creepy dargebracht, und ich finde es cool, dann auch wie die Ghostbusters dann angefahren kommen, ja, wie man den Ektor 1 dann quasi auch zum allerersten Mal sieht, ne? Gerade wenn man die Serie anfängt, dann ist das ja im Vorspann das erste Mal, dass man das ganze Zeug sieht, ne? Und ich fand es mal ein bisschen befremdlich, dass sie die Waffen erstmal zusammenbauen müssen, bevor sie dann einsetzen. Aber das gehört halt irgendwie da auch mit rein in den Vorspann. Und ja, ich finde den cool und stimmig, und auch wie sie dann in Pose stehen, ich finde es geil. Also mich kickt das total. Ich gucke den auch, wenn ich die Serie immer durchgeguckt habe. Ich habe den nie übersprungen oder so, was mir bei Real Ghostbusters schon passiert. Den finde ich auch legendär und super und liebe den, aber ich finde den von Extreme Ghostbusters, der funktioniert für mich in der Struktur, im Flow etwas besser. Okay, das sehe ich genau Wie siehst du andersrum. das?
Ach was. Ja, erstmal muss ich mich beschweren, weil ich werde beschissen. Ja? Das ist Etikettenschwindel. Diese Serie fängt an und will mir erzählen, dass Sam Hain zurückkommt mit seinem Kürbiskopf. Ja, das fand und ich auch mal. Neuerdings schade, ja, auch einer Karottennase in dem Vorspann. Und dann kommt der nie vor. Ja. Unglaublich. So, ja, dann ist mir schade, das zu extrem und zu turbulent und zu hip und zu cool. Und mit dem Titellied ist es tatsächlich so wie mit dem Logo, finde ich. Das ist auf den Punkt gebracht cool. Und immer in dem Moment, wo du irgendwas veränderst, lässt es nach. Ja, man kann, es gibt bessere Cover und es gibt schlechtere Cover, aber du kannst nie so gut werden wie das Original. Ja, das sowieso nicht. Ja, und das größte Problem, was ich damit habe, ist, wenn ich den Real Ghostbusters Vorspann mir anschaue, dann ist der Fokus auf den Charakteren. Über die gesamte Laufzeit, wenn das Logo dann kam, werden mir die Charaktere im Vorspann schon vorgestellt. Es wird gesagt, hier, guck mal, das ist der Enthusiastische, das ist der Wissenschaftler, das ist der Gewitzte und okay, der andere ist halt auch dabei und isst einen Hamburger. Mhm. Und jeder definiert sich schon so über diese eine Minute halt, weil der Fokus halt auf den Charakteren ist. Bei Extreme Ghostbusters weiß ich nicht, wer diese Figuren sind. Ich sehe sie auch beim Vorspann erst in der allerletzten Sekunde und dann stehen sie halt nur kurz da. Ja? Und das vorher sehe ich halt 45 Sekunden nur Geister, aber die Geister sind mir völlig egal, weil um die geht's nicht. Die sind ja nur Aufhänger für die Geschichte. Das finde ich so schade an dem Vorspann. Nichtsdestotrotz, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, geil, und die Kamera und wie das Ecto 1 da rausgeschossen kommt, geil. Und ich weiß übrigens auch nicht, warum der Extreme Ghostbuster Ecto 1 immer nur einmal macht. Immer nur einmal. Ja, stimmt, du hast recht. Mhm. Ich weiß es nicht, irgendwie, keine Ahnung, haben sie ein neues Soundfile benutzt oder so, ich weiß es nicht. Ja, das ist immer nur, wenn sie über die Ampel müssen, dann machen wir mal kurz. Das muss reichen. Ja. Komm. Dann halten die an, alle, und sie können durchbrettern. So muss das sein. Oder sie machen das immer nur dann, wenn sie eine alte Oma irgendwo sehen, ja, und die dann schön erschrecken können mit der Sirene. So, Roland, jetzt drück doch mal drauf. Ja. Ja, fand nur ich witzig gerade. Ja, das ist, ja, Roland, der ist ja eh gemütlich. Ja, ich finde den cool, also das gehört für mich irgendwie dazu. Ich stimme dir zu, dass es natürlich, dass der Real Ghostbusters Vorspann irgendwie die Charaktere schöner einführt, aber das ist halt auch schwierig. Ich meine, die Serie möchte ja wahrscheinlich, oder man wollte ja auch nicht unbedingt alles nochmal genau gleich machen und wiederholen. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass man hier so ein bisschen den Fokus drauf hat, ja, die Geister und so, die dann alle gezeigt werden in ihren verschiedenen Facetten. Und dann halt irgendwie einfach dieser Zoom auf das Schild finde ich sowieso mega gut. Das sieht so geil aus, wie das dann dieser Ghostbusters-Schriftzug so eingeblendet wird und dann der Wagen rausgeschossen kommt und sich die Musik dann auch verändert mit diesem geilen Gitarrenriff und so. Und dann kommen die da an und holen ihre Protonwaffen aus und man fragt sich, oh geil, wer sind die denn und so. Ich finde das schon ein bisschen, das hat so ein bisschen mehr dieses, das passt halt wieder mehr zum Titel, ne? Dieses, dass es ein bisschen spannender ist, noch ein bisschen mehr Pep reingebracht. Das ist eh sowas. Das kann ich hier kurz nochmal anführen. Ich finde, Extreme Ghostbusters zeigt ganz gut, wie generell so das Ghostbusters-Franchise so mit einem auch mitgewachsen ist, weil das schon so ein bisschen auf so einer neuen Stufe steht und man merkt, dass es alles ein bisschen zeitgemäßer und alles ein bisschen gruseliger, ein bisschen fieser teilweise auch. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das war für mich zumindest, ich bin ja ein bisschen jünger als echt? Du, ne? Das, ja. Warum hast du das noch nie erwähnt? Weiß nicht, es hat noch nie gepasst, Timo. Okay. Ist interessant. Aber gut,
Gut, dass das jetzt die Zuhörer auch alle wissen. Ich bin jünger als du. Deswegen, weiß ich nicht, passte es bei mir vielleicht besser? Ich weiß es nicht. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, uns gefragt, warum ich einen anderen Bezug zu der Serie habe als du. Und vielleicht liegt es daran, dass ich jünger bin. Für mich hat das genau reingepasst in meine Entwicklung. Also da war die Serie genau im richtigen Zeitpunkt da, wo ich auch angefangen habe, mich so für härtere Musik zu begeistern und so. Vielleicht war das wirklich so, dass das mit mir richtig mitgewachsen ist. So, das kann gut sein. Also das, finde ich, sind immer ganz wichtige Faktoren, die man nicht außer Acht lassen kann. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt mit den Real Ghostbusters groß geworden bin und die mich in einem empfindlichen Moment in meinem Leben erwischt habe, wo ich halt gerade empfänglich war dafür, dann bin ich erstmal irritiert, wenn ich ein paar Jahre später Extreme Ghostbusters sehe. Und mittlerweile ist es ja auch so, als Extreme Ghostbusters rauskam, ist ja kolossal gefloppt. Aus verschiedenen Gründen, verschiedensten Gründen. Das war hatte nicht nur mit der Qualität der Serie zu tun, sondern war auch sensationell schlecht platziert, sendeplatztechnisch in den USA. Mhm. Und worauf wollte ich jetzt erzählen? Es ist gefloppt. Aber dementsprechend die Rezension, die Kritiken waren damals auch nicht so gut. Und mittlerweile, wo das 20 Jahre her ist und es gibt jetzt eine neuere Generation, die das früher noch als große Kinder gesehen haben und die sehen das jetzt wieder sentimental, nostalgisch und können dem mehr abgewinnen als diejenigen, die etwas älter sind. Und das stelle ich auch immer fest. Ich meine, gut, wir haben jetzt nicht so einen Riesenaltersunterschied, aber ich merke das schon bei manchen Leuten, wenn ich mit denen rede, da machen schon 3-4 Jahre was aus. Weil diese 3-4 Jahre, der eine hat halt irgendwie, als er 8 Jahre oder als er 10 Jahre oder 12 Jahre alt war, hat ganz andere Sachen mitbekommen als derjenige, der irgendwie 3 Jahre oder 4 Jahre später kam. Ja? Und wenn das ist wirklich so. Und wenn du dann 5, 6 oder 7 Jahre Unterschied hast, dann das ist. Man nimmt Sachen ganz anders wahr und hat dann später halt einen entsprechend anderen Bezug dazu. Das ist so. Ja, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist wirklich so. Bei Ghostbusters, um das nochmal zu Ende zu führen, das finde ich immer so lustig. Mhm. Der erste Film kam, war ein sensationeller Erfolg. Die Serie kam kurz darauf, war ein großer Erfolg. Dann kam Ghostbusters 2 und alle haben gesagt, was für eine Scheiße! Und Ghostbusters 2, da sagt heute jeder, finde ich fast besser als das Original. Oder finde ich besser als das Original. So viele Leute. Dann kamen Extreme Ghostbusters. Alle, was für eine Scheiße. Heute sagen so viele Leute, ach, Extreme Ghostbusters wäre cool. Hätten sie bei dem Reboot, hätten sie sowas wie Extreme Ghostbusters gemacht, wäre cool gewesen. Dann kam der Reboot. Haben alle gesagt, was für eine Scheiße. Ja, warten wir mal nochmal 15 Jahre ab. Ja? Dann sagen junge Frauen, fand ich cool. Ist doch ein cooler Film. Ich habe aber auch so ein bisschen so den Eindruck, dass oft dieses, ne, naja, so diese, ich sag mal, die Reboot-Gegner, die dann sagen, ja, das hätten sie so wie bei Extreme Ghostbusters machen sollen. Das sind aber auch oft Leute, die Serie überhaupt nicht gut fanden. Das finde ich immer spannend. Also anscheinend ist dieses Grundkonzept, wie sie es in der Serie gemacht haben, eigentlich genau richtig gewesen. Und ich finde, das ist eh was ich an der Serie immer bewundert habe, dass das einfach logisch fortgesetzt hat und einfach sinnvoll war. Dass man sagt, das muss eine neue Generation sein, weil die Alten inzwischen zu alt sind. Und da macht es doch Sinn, dass einer von denen so ein neues Team anlernt und so. Und das ist ja auch das, wo man mal sagt, das hätte man gerne im neuen Film gesehen. Und ich glaube, Extreme Ghostbusters war seiner Zeit vielleicht auch ein bisschen voraus. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, so vom Style her und so, das würde auch gut so in die moderne Serienwelt reinpassen. Also visuell war es schon sehr 90er-Jahre-mäßig. Das ist schon... Das schon, das ja. Ist, aber ich meine generell so. Das ist schon auch dieses total politisch korrekte und so. Und das gehörte auch zu einer ganzen Schiene an visuell ähnlichen Zeichentrickserien, die alle von Columbia kamen. Mhm. Nämlich Men in Black oder Godzilla. Da gab es eine Zeichentrickserie. Das war visuell alles ein Stil. Das ist alles von einem Studio runterproduziert worden quasi. Ich meine, Extreme Ghostbusters lief ja auch mit Men in Black damals an in der Doppelschiene bei Sat.1 abends. Hat Joe Madgett nicht auch bei der Man in Black Serie mitproduziert oder mit dran gearbeitet? Ich meine, das war... Ich glaube, das ist alles in einem Rutsch produziert worden. Ich glaube, das waren alles dieselben Leute. Die Man in Black Serie fand ich tatsächlich ein bisschen besser.
So, als Extreme Ghostbuster. Ghostbuster hatte die Nase vor, weil es eben Ghostbusters war. Ja. Das ist. Ja. Ja. Ach Gott. Wir sind übrigens so ein bisschen bei Kylie versackt. Ne? Eigentlich gab es da noch ein paar Sachen, die noch sehr erwähnenswert sind zu ihrem Charakter. Ich würde gern bei Kylie bleiben, ja. Ja, ist klar. Wer möchte das nicht? Aber wir müssen auch ein bisschen über sie reden. Ich find zum Beispiel, dass sie die Figur ist in der Serie, die mit am meisten Tiefe und Background hat. Und das Schöne bei ihr ist ja auch, dass sie eigentlich den meisten Bezug zum Paranormalen hat. Durch ihre Großmutter Rose, die ja gestorben ist. Und der Grund, warum sie ja sich eigentlich angefangen hat, für das Paranormale zu begeistern, ist ja der Grund gewesen, dass sie eigentlich versucht, irgendwie immer noch Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und das wird ja auch in der ersten Doppelfolge sozusagen thematisiert, wo sie diese Geisterlampe nimmt und dann Kontakt aufnehmen möchte zu ihr. Richtig, denn früher war sie ein dummer Cheerleader. Ja. So ist es. Aber auch schon gothic-mäßig geschminkt. Ja, klar, das gehört dazu. Macht Sinn. Ja. Nee, das ist halt so ein Punkt. Dann natürlich das, was wir vorhin schon gesagt haben, mit dem Grundle in der Folge, wo man dann die Geschichte serviert bekommt, wie ihr Freund aus Kindestagen vom Grundle dann entführt wurde, mitgenommen wurde und verwandelt wurde. Und das sind halt alles Sachen, wo man merkt, okay, das hat alles Sinn und Hand und Fuß, warum sie sich für das Paranormale irgendwie interessiert und warum sie die Bücher von Spengler verschlingt und warum sie in diesem Kurs mitmacht und warum sie da ist, wo sie jetzt ist. Ne? Ja, absolut. Ich habe dem nicht. Danke, Timo, für diesen Beitrag. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also, okay. Ich meine, guck mal, die Situation ist folgende. Ich sitze hier, höre dir zu, ich nicke, das siehst du ja nicht, aber ich nicke und gucke, während du über Kylie redest, auf meine Kylie-Actionfigur, die hier auf meinem Schreibtisch steht heute mal zum Thema. Und dann, ja, aber mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich sag mal, die Kylie-Figur hat doch einen Zopf, oder? Ja. Warum nicht in der Serie? Hat sie doch, nur so ausufernd. Naja, aber nicht in ihrer Berufsbekleidung. Die Figur hat einen Zopf, damit er abbrechen kann. Ach so. Ah, die Spielzeuge sind so qualitativ doof, aber ich mag sie trotzdem. Ja, ich will die auch haben. Weil das ist noch so die letzte Zeit goldene Actionfiguren-Ära. So. Ich finde die Verpackungen schön und ich finde die Figuren schön bunt und so. Und das Verpackungsdesign ist auch toll. Bei den Real Ghostbusters war das ja immer nur so dunkelblau oder lila. Und die Extreme Ghostbusters waren cool. Das Extreme Ghostbusters Logo gefällt mir halt auch, das so ein bisschen so wie gemeißelt aussieht, so ein bisschen angegriffen und dann. Ja. Ich weiß nicht. Googelt einfach mal Extreme Ghostbusters Actionfiguren oder so und guckt euch die Verpackungen, die sehen cool aus. Ja, definitiv. Das hat wenigstens auch noch, das steht noch dazu, dass es Spielzeug ist und tut nicht so halbwegs Adult Collector-mäßig, so wie die Sachen, die wir dann später hatten. Trotzdem möchte ich gerne eine richtig coole, moderne Kylie-Actionfigur haben. Das fände ich schön. Ich finde generell, man könnte ruhig die Extreme Ghostbusters nochmal in so einer neuen Variante herausbringen. Warum nicht? Also halt in modernerem Design und so. Das hätte schon was. Ja, das stimmt. Oder vielleicht würde sich ja auch Playmobil mal dran wagen, also eine Extreme Ghostbusters Line. Fände ich übrigens witzig, so in dem das typischen das Playmobil-Design. Glaube ich nicht, allerdings hat Playmobil einige überraschende und mutige Entscheidungen getroffen. Also auch die Entscheidung, die Real Ghostbusters rauszubringen als Playmobil-Toyline, war ja schon sehr, sehr überraschend, auch wenn die Serie ein bisschen populärer ist. Die Zielgruppe kennt es ja überhaupt nicht. Ja, das ist auch 10 Jahre her, dass das zuletzt im Fernsehen gelaufen ist. Also, stimmt. Tja, vielleicht. Ich fände es witzig. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Diamond Select noch mal ein paar Extreme Ghostbusters nachreichen würde. Ich meine, gut, die können da wieder nicht stehen und brechen auch wieder kaputt, aber vielleicht sehen sie ja gut aus wenigstens.
Das macht kein Problem, solange sie im Rollstuhl sitzen. Ja, das war ja bei den Trendmasters. Das ist ja die Firma, die die alten Figuren rausgebracht hat. Das Problem gewesen, die haben ja keinen Garrett rausgebracht. Ja, ist schade. Dabei gab es doch einen Prototyp, glaube ich. Ja, aber ne? Die haben gedacht, das wollen, damit können Kinder sich nicht identifizieren mit einem Rollstuhl. Finde ich total Rollstuhl. bescheuert. Und nee, das sind die drei anderen und Egon rausgebracht worden, einmal als Standard und einmal als Deluxe-Variante mit riesigen Waffen. Völlig absurd, aber lustig. Ich muss sagen, ich finde den Deluxe Roland ganz cool irgendwie. Ja, ich mag die alle. Also ich mag auch diese, diese extrem übertrieben großen Waffen, die man eigentlich im realen Leben nicht wirklich tragen könnte. weil ich war halt immer auch ein großer Proton-Pack-Fan. Und ich fand halt auch die Sperrigkeit und das klassischen Protonenpacks cool. Und Extreme Ghostbusters, die Packs waren halt noch extremer und noch größer und noch sperriger und cooler damals noch halt. Noch extremer. Ja, also, Can you handle it? Ja, und ich finde im Rahmen eines Spielzeuges passt es dann auch. Ja, da kann man das ruhig dann machen. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Die fand ich auch sehr, sehr cool. Ja. Wollen wir uns über die Synchro unterhalten? Ach. Ich glaube, das können wir kurz und schmerzlos abhaken. Die Synchro ist kacke. Ist wirklich kacke. Auch wieder was, wo Re-Ghostbusters viel besser war. Da ist nämlich die deutsche Synchro besser als das Original. Ja, und bei, auf jeden und Fall. Bei Extreme Ghostbusters ist es wirklich so, wenn man komplett überhaupt keine Freude an der Serie haben will, dann sollte man sich die in der deutschen Version angucken. Ja, wirklich. Es ist so furchtbar. Bei allem, was ich negativ da anzukreiden habe, die englische Originalfassung ist wirklich superb besetzt. Ja, ist sie. Da hat man den Egon-Sprecher aus Real Ghostbusters wieder. Das ist wieder derselbe Sprecher. Die drei Jungs sind wesentlich besser. Den Eduardo mag ich auch total. Ja, vor allen Dingen, weil er halt seinen Akzent oder seinen Dialekt haben darf. Ne? Im Deutschen spricht er normal. Ich finde das schlimm. Es gibt so oft Situationen und Szenen, wo sie im Original sich halt über seinen Akzent lustig machen, weil er Sachen falsch ausspricht. Und sie übernehmen das teilweise aber im Deutschen. Und es macht gar keinen Sinn, weil er gar keinen Akzent hat. Ja, das stimmt. Und die Kylie finde ich sensationell, die englische Stimme. Ja, die ist so super. Die ist klasse. Das ist allerdings auch Tara Strong heißt die. Die ist auch sehr, sehr beschäftigt mittlerweile. Die gehört zu den ganz großen Playern da in der Synchron, also in der Sprechbranche. Ich wollte gerade sagen Synchron, aber das möchte ich mal gerade nutzen, den Moment. Dort wird ja nicht synchronisiert. Synchronisieren heißt ja, dass man auf irgendwas Bestehendes spricht. Aber bei US-Serien ist es ja so, dass zuerst die Aufnahmen, die Sprachaufnahmen gemacht wird und dann wird draufgezeichnet. Das finde ich lustig. Das hört man nämlich bei vielen Serien auch raus, dass die Sprecher überhaupt nicht wissen, um was es da geht, weil sie nichts sehen, die haben kein Bild. Ja, das ist lustig. Genau. Also die machen das alle ziemlich gut. Das ist, ja. Ja, ich finde, die spielen auch mehr ihre Rollen. Also das merkt man halt schon an den Betonungen und so, dass es nicht nur so runtergeleiert. Das ist immer ein Kritikpunkt, den ich an dem O-Ton von The Real Ghostbusters hatte, der hier im O-Ton überhaupt nicht zutrifft. Da finde ich es hervorragend gesprochen. Ich finde tatsächlich auch die Extreme Ghostbusters den O-Ton besser als den Real Ghostbusters O-Ton. Wo ich auch manchmal so den Eindruck habe, als wissen die jetzt nicht wirklich, um was es da gerade geht, weil sie das Bild nicht sehen. Ja. Nee, das ist tatsächlich schön. Und in der deutschen Fassung, also erstmal angefangen bei Egon. Der deutsche Sprecher von Egon hieß Eberhard Prüter, mittlerweile auch leider verstorben. Ich mag die Stimme total. Es ist auch ein sehr talentierter Sprecher mit einer eigenständigen Stimme, markanten Stimme. Vielleicht kennt den auch, ich glaube, er hat auch bei SpongeBob mitgesprochen. Thaddäus, genau. Ja. Mhm. Man hört ihn immer wieder in irgendwelchen Rollen. Ich höre ihn ständig. Aber nicht auf Egon. Ich würd ihm die Rolle vielleicht abkaufen, wenn ich noch nie diese Egon-Figur vorher irgendwie gehört hätte oder wahrgenommen hätte. Aber das passt doch nicht. Nee.
Das soll derjenige sein, der den Real Ghostbusters Igor und Benjamin Völz beerbt. Nein. Nein, um Gottes Willen. Was ist passiert? Sind 80 Jahre vergangen oder was? Das geht nicht. Und gut, bei Garrett habe ich sowieso schon gesagt, den mag ich überhaupt nicht. Den Roland-Sprecher finde ich auch langweilig, aber da passt er wenigstens zur Figur. Den Eduardo-Sprecher, den Deutschen, den mag ich eigentlich, aber er hat natürlich keinen Akzent, der fehlt. Und er findet auch erst noch seinen Weg zu der Rolle. Das ist total auffällig. Wenn man sich so die allererste Folge anguckt von Extreme Ghostbusters in Deutsch, da ist er noch ganz cool, ja. Ja, mit genau. Verlaub, der Name ist Eduardo. Und dann später, eine Folge später, ist er dann das ist mehr so Shaggy-mäßig. Ja. Naja. Und die Kylie, die deutsche Kylie-Sprecherin, die finde ich auch mochte ich nie. Habe ich auch schon mal gesagt, ist dann die ist enorm alt geworden und spricht mittlerweile die Patty, Patty, ja, in hat sie gesprochen, Reboot, ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, das ist, ich finde es schade, weil das sind halt Synchronsprecher, die eigentlich echt Talent haben, aber man merkt es in der Serie hier gar nicht. Also ich habe das Gefühl irgendwie, die wussten nicht, worum es geht und eigentlich hatten die auch gar keinen Bock drauf, wurden vielleicht auch schlecht bezahlt, ich weiß es nicht, aber es ist einfach, es ist eine Katastrophe im Deutschen. Das ist eine lieblose Fließband-Auftragsarbeit gewesen. Ja, das ist einfach runter synchronisiert worden und du merkst halt wirklich, dass da so eine Mentalität dahinter ist. Ach naja, das ist Kinderschrott. Ja, da braucht man sich nicht jetzt großartig anstrengen. Aber es ist ja auch nicht nur die deutsche Synchro, es ist ja auch komplett die Übersetzung, die auch an so vielen Stellen gar keinen Sinn ergibt. Es gibt so viele Stellen, wo ich jetzt die Serie ja im O-Ton gesehen habe und aber immer noch die deutsche Synchro im Kopf habe, weil ich die halt so unfassbar oft gesehen habe, weil ich die immer auf Videokassette gehabt habe und immer noch wusste, was sie in welchen Momenten sagen und gemerkt habe, das ergibt im Deutschen gar keinen Sinn, was sie machen. Ja gut, was sie sagen. Das gehört aber zusammen. Also das deutsche Synchronbuch, also die Übersetzung und die Synchronisation selbst, das wird alles im Synchronstudio gemacht. Also von einer zuständigen Stelle. Und wenn die Mentalität von denen halt ist, okay, das ist Schrott, da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie anstrengen, dann geht das halt vom Dialogbuch, vom Deutschen bis zur Synchro selbst und zur Regie und so. Ja. Und das ist umso beachtlicher, als dass der Auftraggeber, nämlich Sat.1, ja versucht hat, das als Erwachsenenschiene dann um 19 Uhr noch was zu vermarkten. Ne? Also das ist ja... warte mal bitte, einen Moment. Ja. Ich habe hier in meiner Hand die Sat.1 Presseinfo. Ja. Okay. Also das ist damals rausgegeben worden an die Redakteure und der Fernsehzeitschriften. Neben den USA gilt Japan als Geburtsstätte der Zeichentrickfilme. In Deutschland hingegen liefen Cartoons bis jetzt überwiegend im Kinderprogramm. Langsam gewannen dann Anfang der 90er Jahre deutsche Zeichentrickproduktionen mit ironisch-satirischen Zwischentonen auch bei Erwachsenen an Popularität. Die Kinofilme Werner Beinhardt sahen 5,5 Millionen Zuschauer, Das kleine Arschloch über 3 Millionen, Werner das muss kesseln sowie Asterix in Amerika ebenfalls rund 3 Millionen. Auch die Erstausstrahlung im Fernsehen, 1.1.98 Sat.1, nächster Sendetermin am 6.2.1999, lief mit beachtlichem Erfolg. Einem Gesamtpublikum erreichte Asterix America 6,8 Millionen Zuschauer. Ab 5.2.99 läutet Sat.1 das Zeichentrickzeitalter im Abendprogramm ein. Die beiden Cartoonserien Extreme Ghostbusters und Men in Black, basierend auf den erfolgreichen Kinofilmen, gehen an den Start. Witzige Wechselbäder von Gänsehaut und Lachattacken, in denen mehr Schleim als Blut fließt, werden sicherlich nicht nur Teenager, sondern auch Erwachsene begeistern, die Spaß an Comics haben. Süß, süß. Sehr, sehr hoch gegriffen, oder? Ja, in der Tat. Also ich muss ja sagen, ich fand so diese Promo-Masche, wie sie es gemacht haben, eigentlich ganz cool zu der Zeit, wie sie es präsentiert haben, aber halt der Sendeplatz hat gar keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Und der musste floppen, das war eigentlich vollkommen klar. Das ist wirklich so. Sat.1 war damals in einer Situation, damals war ja lineares Kabelfernsehen noch viel populärer als heute. Und die konkurrierten immer so mit RTL
Und RTL wurde immer populärer und populärer und immer größer und Sat 1 immer kleiner. Und die haben immer irgendwie neue Nischen versucht und haben sich da irgendwie versucht und da. Und das war irgendwie auch so eine Aktion. Und das ist gnadenlos schiefgegangen. Ich meine, da liefen ja dann auch nur 3-4 Folgen in diesem Abendprogramm. Und dann wurde das rapide rausgenommen, in den so überhastet, dass es in den Fernsehzeitungen für Wochen noch stand. Ja, ja, genau. Und ist dann auf einmal still und leise im Sat 1, in dem Samstagsvormittagsprogramm auf einmal wieder erschienen. Mhm. Ja, leider total, total gefloppt. Aber du kannst das halt auch nicht vergleichen mit Asterix oder Werner. Nee, eben. Das ist, wie gesagt, deswegen hab ich ja gesagt, das ist total hochgegriffen gewesen. Das hat einfach nicht den gleichen Stellenwert. Also ganz klar. Aber witzige Geschichte zu diesem Sendeplatzwechsel. Das lief, also tatsächlich war die letzte Folge, die im Abendprogramm lief, war die Folge Deadliners. Im Deutschen hieß sie, keine Ahnung, wie sie hieß. Ich glaube, dämonische Dichtkunst hieß es, ne, mit den Vevek oder Craniacs. Mhm. Und wie du schon sagst, die nächsten Folgen standen aber immer noch in der Hör zu, die ich ja früher immer gelesen habe, immer noch drin. Ich dachte immer, hä, ist vielleicht einmalig irgendwie ausgefallen oder so. Und dann kam es halt wochenlang nicht. Und ich habe irgendwann morgens Batman gesehen, die Trickserie. Die habe ich auch mal auf Kassette aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich so, weil ich gerade das irgendwie so ein bisschen langweilig fand, es war irgendwie so eine Batgirl-Folge, die fand ich nicht so spannend und ich seppe so durch und bleib in Sat 1 hängen und denk so, ach hier, Mensch, diesen Animationsstil, diesen Artstyle, das könnte ja fast hier Extreme Ghostbusters sein, ne? Und dann sehe ich, das ist ja Extreme Ghostbusters und das war tatsächlich noch diese Szene vor dem Vorspann und dann habe ich schnell die Kassette gewechselt und die Extreme Ghostbusters Kassette reingeschmissen, die ich ja schon begonnen hatte und auf Aufnahme gedrückt und war begeistert. Aber ja, und hab dafür Batman sausen lassen. Also ich bitte dich. Also da muss die Liebe zu Ghostbusters, die muss unermesslich sein. Ja. Ne? Ja, da hat er Batman sausen dafür. Extreme Ghostbusters. Ja. Aber es gibt auch eine traurige Geschichte, die mich mit der Serie verbindet, um das auch mal hier zu erwähnen, weil das auch, glaube ich, mit ein Grund ist, warum ich mit der Serie was verbinde, was vielleicht dafür sorgt, dass sie mir noch mehr am Herzen liegt, als sie vielleicht eigentlich sollte. Und zwar ist das der Tod von meinem Opa. Der ist sehr mit der Serie verknüpft. Hm. Da war ich 12 Jahre alt. Mhm. Und es lief die Folge mit der Zukunft, mit Tempus, wo sich diese verschiedenen Zeiten überschneiden, wo es diesen Zeitriss gibt. Und ich war allein zu Hause, meine Eltern waren einkaufen und das war ja noch eine Zeit, wo wir noch keine Mobiltelefone hatten. Und meine Oma war am Telefon, um mir als kleinen 12-jährigen Steppke zu sagen, dass mein Opa gerade dem Krebs erlegen ist. Und ich war total geschockt, wusste gar nicht, wie ich das verarbeiten soll, weil ich bis dahin auch noch keinen Moment erlebt habe, also noch nie jemanden verloren habe, der mir so nahe stand. Und ich habe mich einfach, weil ich ja auch niemandem Bescheid sagen konnte in dem Moment, ich konnte ja meine Eltern nicht erreichen, wie gesagt, es gab kein Mobiltelefon, und habe mich dann hingesetzt und habe einfach diese Folge weitergeguckt. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen davor bewahrt, dass ich irgendwie so einen totalen Schock habe. Und ja, deswegen, das war, also ich konnte die Folge nie wieder gucken, bis heute nicht, ohne daran zu denken, an diesen Moment. Aber das hat mir so einen emotionalen Zugang dazu geschaffen und war für mich so ein Punkt, wo ich mal wieder gemerkt habe, so, dass gerade wieder das Thema Ghostbusters mir über irgendwas hinweghilft und mich irgendwie, so ein bisschen stützt, seelisch. Aber ist das nicht so, dass wenn man sowas erlebt, dass man dann so eine Folge eigentlich gar nicht mehr sehen möchte, weil man immer daran denken muss? Eigentlich schon. Ich habe sie auch dann tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr gesehen und habe sie dann später wieder geguckt. Dann kamen natürlich die Gefühle wieder hoch, aber irgendwie denke ich bei der Folge aber auch immer an die Momente, die ich mit meinem Opa gehabt habe. Also er ist leider zu einem Zeitpunkt gestorben, wo ich gerade so ein bisschen angefangen hatte, so ein bisschen mehr noch eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Also die war natürlich vorher schon da, aber die ist da so ein bisschen intensiver geworden, weil wir vieles dann zusammen gemacht haben. Und wir hatten angefangen, was zusammen zu töpfern. Mhm. Und das ist halt nicht
das ist nie fertig geworden, weil er halt vorher gestorben ist. Und das waren immer so Sachen, wo ich dann dran gedacht habe. Und deswegen ist diese Serie für mich aber auch immer so ein Ding. Ich denke da so an diese Zeiten und speziell diesen Zeitraum, wo ich trotzdem noch mal, bevor er gestorben ist, das Glück hatte, dass ich noch mal so ein bisschen mehr mit ihm machen konnte und ihn ein bisschen intensiver kennengelernt habe, soweit man das als Zwölfjähriger so sagen kann, ne? Aber das ist jetzt eine traurige Geschichte, aber das ist für mich auch irgendwie was Schönes, was gleichzeitig mich damit verbindet. Und das ist was Ghostbusters schon immer für mich gemacht hat oder was halt immer so gewesen ist. Und das ist halt erstaunlich, dass auch die Serie dann so einen Zeitpunkt erwischt hat, ne? Ja, Ja, das. erstaunlich. Also, ja, und dann hast du ja doch das Glück gehabt, dass das eine der besseren Folgen ist. Das muss man. Ja. Ist eine ganz große Folge, meiner Meinung nach. Also ist für mich auch mit in meiner Top 10 von den Extreme Ghostbusters-Folgen. Ja, also ich normalerweise finde ich eigentlich Zeitreisen muss ich nicht haben in Ghostbusters. Aber die fand ich ganz gut geschrieben und auch witzig und so. Und der arme Garrett hat es leider nicht in die Ruhmeshalle der Extreme Ghostbusters geschafft. Aber wie passend ist es bitte, dass der, ich sag mal, er war ja wirklich für viele so der Hasscharakter in der Serie und dass genau er nicht irgendwie in irgendeiner Weise in einem großen Geisterkrieg irgendwie heldenhaft aufgetaucht ist. Ja, ist kein Wunder. Ich meine, er sitzt im Rollstuhl. Das, ja, es ist hart. Eieiei. Ich muss auch noch mal Eieiei. dazu sagen, ich meine, es mag ja auch sein, dass vielleicht der eine oder andere im Rollstuhl sitzt, der uns hier zuhört. Das weiß ich ja nicht. Also, das möchte ich nur noch mal betonen. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Rollstuhlfahrer nicht in die Serie gehört hätte, sondern man hätte irgendwie auf eine andere Art und Weise vermitteln können, dass jemand im Rollstuhl auch eine großartige Rolle hätte spielen können. Ja. Wenn ich zum Beispiel, du hast gerade von Batman geredet, Barbara Gordon, ja, Ja, Orakel. genau, die ja dann auch im Rollstuhl sitzt und durchaus dann noch ihre Frau steht, aber eben auf eine realistische Art und Weise. Naja. Ja, vor allen Dingen, sie hat ja einen ganz, ganz elementaren Part für Batman später, weil sie ihm ja ständig Informationen zuschustert und ihn immer unterstützt, immer mit ihm verbunden ist, ne? Ja, Und und das wäre das. doch zum Beispiel auch was, wo Garrett irgendwie besser aufgehoben wäre. Ich meine, er kann ja trotzdem weiterhin seinen Sport treiben und so, aber dass er irgendwie koordinierend, informierend wirkt oder so. Diese Rolle, ich meine, ich finde Egon total verschwendet, weil er ja immer nur derjenige ist, der irgendwie zu Hause am Computer sitzt und die Ghostbusters dann mit Informationen versorgt. Und Ja. ich meine, der ist ja nicht alt oder so. Das wird immer so getan und gerade dann noch durch die deutsche Stimme hast du so den Eindruck, der ist dann irgendwie 70 oder. Aber ist ja an irgendeiner Stelle sagt er sei 39. Ja, und sie tun so, als wäre er schon kurz vor der Grube. Ja, 39, so alt war Harold Ramis im ersten Film. Ja. Also das ist. Das ist kein. Ich bin jetzt 40, kann auch noch mit dem Protonenpack rumrennen und wäre Was, echt? theoretisch in der Lage, ja, ich in der Lage, diesen Beruf auszuüben, würde es ihn geben. Ach, würde es ihn noch geben. Ja, wer wünscht sich das nicht, oder? Ja, also der, den hätten sie ein bisschen älter machen können. Der hätte ruhig seine 50 Lenze auf dem Buckel haben können und trotzdem hätte er dann noch mitrennen können. Ich meine. Die haben ihm da auch eine Actionfigur gegeben. Ja, Und eben. er kommt sogar in einer Folge, nämlich in der mit den Clowns da. Da kommt er sogar, da trägt er sein Deluxe Ja, Actionfiguren-Pack auf genau. dem Rücken. Ja. Es gibt ja immer mal Folgen, wo er wieder aktiv dabei ist, auch in der Folge mit diesen Käfern. Da ist er ja auch aktiv dabei, zumindest am Schluss, aber macht nie den Eindruck, als könnte er das überhaupt nicht mehr Ja, machen. das ist auch, Also er ist auch in der vorletzten Folge, da, das ist mit mit der der Sphinx, Sphinx, ne? wo er da so eine Midlife-Crisis hat und ich finde, da haben sie total übertrieben. Das passt Ja. überhaupt nicht zu ihr und er da irgendwie dann so Rambo-Attitüden entwickelt, weil er da in dieser Midlife-Crisis steckt und dann auch immer scheitert und sich überall wehtut und so und hey, so alt ist er doch nicht. Und wenn er 50 Ja, oder es ist Mitte echt. 50 wäre, das ist ja keine 70. Ja.
Ja. Das ist echt viel zu überzogen, das Ganze. Mir fällt gerade ein, weißt du, was eigentlich perfekt gewesen was wäre? Das klang gerade so. Was wäre denn perfekt gewesen? Perfekt wäre gewesen, wenn man Garrett in der Form gestrichen hätte und Roland in den Rollstuhl gesetzt hätte und ihn so ein bisschen mehr die Rolle gegeben hätte, dass er eben mehr so orakelmäßig dann die Informationen rausgibt und Mechaniker ist und so weiter und die Sachen zusammenbaut und so. Und dann halt Spengler mit Kylie und Eduardo dann losgezogen wäre. Ich glaube, das wäre geil gewesen. Total gute Idee, super. Ja, genial. Guck mal, du sitzt jetzt da und hast da irgendwie... Hattest du den Gedankengang vorher schon mal oder kam der jetzt so spontan? Nee, da kam gerade spontan. Du hast einen spontanen Gedankengang, der hat dich überhaupt keine Mühe gekostet und entwirfst eine komplett bessere Serie. Das ist unglaublich. Siehst du mal. Ja, das ist fast... Ja, lass Spengler... Meinetwegen, gib ihm noch ein Mädchen mit. Ja? Ja, oder so, klar. Na, das ist... Ich meine, es steht auch nirgendwo geschrieben, dass es unbedingt vier sein müssen. Ja? Ich sage ja auch nicht, dass Egon regulär immer dabei sein muss, aber zumindest ein bisschen mehr, als dann immer nur aus der Feuerwache herauszuwirken und dann vielleicht mal irgendwie angefahren zu kommen, aber die Folge im Stau zu sitzen und dann erst am Ende der Folge. Auch schön. Ja, ja. Sag mal, wo ist denn Spengler? Er sitzt im Stau. Ja, ja. Das ist lustig. Ich mag tatsächlich die Folge, als die alten Ghostbusters alle zurückkommen. Perfekt, ich wollte gerade auf die Folge zu sprechen kommen, auf den Zweiteiler. Den zweiten finde ich nicht so gut. Den finde ich ein bisschen. Lahm, weil ich die Bedrohung auch irgendwie generisch und doof finde. Da hätte ich es lieber gehabt, wenn ich so einen klassischen Gegner vielleicht, der auf zurückgekommen wäre oder so. Aber das ist ja nur so ein Nebel, gegen den sie da antreten müssen. Aber die in der ersten Folge, das finde ich toll. Das ist schön. Ich finde die neuen Designs der Figuren toll. Die durften ja nicht die originalen Designs verwenden von den Real Ghostbusters. Deswegen steht ja immer so eine Real Ghostbuster Peter-Statue in der Feuerwache, in so einer riesen Vitrine, wo immer das Gesicht geblurrt ist. Das kannst du nicht sehen. Das durften sie tatsächlich nicht. Aber ich fand, die haben sie alle drei haben sie gut älter weiterentwickelt. Besser als Egon übrigens. Ja, irgendwie schon. Ja. Und das ist schön. Das ist der beste Satz in der gesamten Serie ist von Peter: So, ihr Kinder, holt euch jetzt erstmal ein Eis und wir zeigen euch, wie das gemacht wird. Ja. Ach ja. Ich finde das aber auch generell schön, dass da so ein bisschen dieser Kampf zwischen den Generationen oder eben dieser Streit zwischen den Generationen entsteht. Aber ich finde es auch schön, dass es so gedreht wird, dass sie halt trotzdem die Hilfe der neuen Generation brauchen, weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung in der Folge, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dass es jetzt darauf hinausläuft, ja, eigentlich braucht es die neuen überhaupt nicht, so nach dem Motto. Und das fand ich eigentlich ganz schön, da haben sie die Kurve ganz gut bekommen. Also eigentlich braucht die neue Generation halt auch das Wissen und die Erfahrung der alten Recken. Und gleichzeitig brauchen die alten Recken aber halt auch die Dynamik und dieses Frische, was das neue Team bringt. Das fand ich toll, die Mischung. Ja, ich meine, ich sehe das ähnlich. Also es wäre zum Beispiel schön gewesen, wenn Eduardo, Garrett und Roland von der Brücke gestürzt wären. Und dann wäre es weitergegangen wie in der Comicserie. Nein, das war wirklich Timo, so. Ey. Ja, so viel Hass in einem Podcast. Nein. Also Hass würde ich, das ist so ein starkes Wort. Hass ist das stärkste negative Wort, das es gibt. Das bemühe ich nicht für irgendwas Ghostbusters-Relevantes. Das ist ganz selten, dass ich sage, ich hasse irgendwas. Nee, aber das ist doch klar. Das sind meine Ghostbusters und in dem Moment, wo die wieder auf der Bildfläche auftreten, dann, ja. Und die Serie, die hat da zum Glück auch ein Statement gesetzt, diese Aufnahme, wo sie dann alle ihre Strahler in die Luft werfen und dann hinten so auffangen mit den Päckchen. Ja, diese Fossilien sind besser als wir. Übrigens auch, da, wo die deutsche Version komplett versagt hat, die alten Ghostbusters treffen sich alle, weil Egon ihr Geburtstag hat. Und die Extreme Ghostbusters kommen irgendwie hinten rum rein in die und in der deutschen Fassung, oh, die Original-Ghostbusters, oh, die wahrhaftigen Ghostbusters. Und Eduardo, ja, die sehen wahrhaftig aus, wahrhaftig alt. Und das kannst du natürlich,
man hätte es schöner übersetzen können. Im Original sagen sie natürlich, the original Ghostbusters, the real Ghostbusters. Yeah, they look real old. Ah, schön. Das ist schön. Ja, das ist echt was. Also, das wäre jetzt auch, wenn jetzt wirklich so eine Extreme Ghostbusters Complete Series Box oder so auf Blu-ray oder wie auch immer wirklich jetzt kommen würde, ey, das wäre was, das bräuchte ich im Deutschen überhaupt nicht. Das reicht, wenn das in den USA erscheint und ich mir das da bestellen würde, weil, ey, wirklich, also, ja, ich, keine Ahnung. Also, die deutsche Synchro, da komme ich nicht klar mit. Das ist wirklich. Ich verzweifle auch gerade ein bisschen. Du verzweifelst gerade. Wegen der deutschen Synchro. Die macht dir gerade so zu schaffen. Es kann so nicht weitergehen. Ah, es ist oft so, wenn ich Serien im Deutschen gucke oder auch Filme und so und die im Original kenne und da fallen mir so oft Stellen auf, wo ich mir aber auch denke, so professionelle Übersetzer, die wirklich damit Geld verdienen und bezahlt werden, da sind oft so Sachen dabei, wo ich mir denke, dass das hätte ich noch besser übersetzt und ich bin nicht so gut in dem Job. Ja. Das Problem ist aber, das ist ja ein Problem, dass das größer wird, weil Synchronisationen schlechter werden oder liebloser, ja, weil es halt einfach zeitlich oder geldmäßig nicht anders ist. Und früher hat man sich da noch mehr getraut. Ich meine, es ist nun einfach mal so, dass wenn du irgendwas übersetzt in eine andere Sprache, vieles kannst du nicht übersetzen. Ja, wenn das irgendwelche Anspielungen auf die dortige Popkultur sind, die wir hier nicht begreifen oder irgendwelche Redewendungen, die wir hier nicht kennen. Und ich habe so das Gefühl, dass heutzutage einfach 1:1 übersetzt wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Und damals hat man sich gesagt, okay, das macht bei uns keinen Sinn, da müssen wir halt irgendwas Freies, da müssen wir was Eigenes machen. Ja? Das musste ja nicht schlechter sein, das war dann halt was anderes. Naja. Ja, das ist aber, ich meine, ich verstehe das, es gibt Sachen, die lassen sich nicht übersetzen, klar. Ich meine, keine Ahnung, guck dir so Übersetzungen von Sachen von Monty Python an oder so, ja, da schlage ich auch die immer im Kopf zusammen. Aber ich weiß nicht, man kann sich auch ein bisschen Mühe geben. Und mir fällt das auch ganz oft so bei Big Bang Theory zum Beispiel auf. Da gibt es so oft so irgendwelche Serien oder Franchises, die im Deutschen halt bekannt sind unter dem Namen. Und dann wird das ersetzt. Und wo ich mir mal frage, ich meine, wie realitätsfern sind denn die Leute, die das übersetzen? Ich meine, das muss man doch irgendwie abschätzen können und wissen, okay, das ist bekannt. Ich meine, das ist eine Serie über Nerds. Lass das doch Nerds übersetzen, Herrgott. Ich habe immer so das Gefühl, vielleicht sollten manchmal die Fans das mit übersetzen. Das ist ja was bei South Park, was ich da zum Beispiel ganz cool finde. Das war ja auch früher katastrophal übersetzt und synchronisiert. Und inzwischen dürfen die Fans ja tatsächlich mitbestimmen und sind ja aktiv mit in die Übersetzung mit eingebunden. Und das merkst du, wenn du dir die späteren Staffeln jetzt anguckst, wie hochqualitativ die Übersetzungen da inzwischen geworden sind. Okay, South Park habe ich nie regelmäßig geguckt, immer nur so vereinzelte Folgen vor 20 Jahren. Mhm. Aber das musst du mal echt vergleichen. Guck dir Folgen aus der ersten Staffel an im Deutschen, wie die übersetzt sind. Und dann, keine Ahnung, nimm dir die 9. oder die 10. Staffel vor, wie geil das da teilweise übersetzt ist. Also das geht. Und das sind teilweise wirklich Fans, die das machen. Das ist nicht hochprofessionell oder so. Ja. Ja. Ja, gut, das war's für heute. Nee, ist natürlich, du merkst halt immer, was da für eine Mentalität dahinter steckt, wenn du so eine Synchronisation mitbekommst. Naja, Extreme Ghostbusters im Englisch gucken. Ja, auf jeden Fall. Im Original. Macht Sinn. Ja, denn auch die, das ist gerade wichtig für Kylie-Fans, ja, in der allerersten Folge, wenn ihr unreife Fanboys sind, guckt euch das im Original an. Wenn Kylie besessen ist und Eduardo verführen möchte. Eduardo. Ja, das ist auch so, die englische Sprecherin, die ist ja dann unglaublich. Also das ist ja schon, die geht ja ran. Das, ja? Ich weiß nicht, hat die nicht auch mal im Pornos mitgesprochen? Nein, hat die nicht, aber könntest du dir vorstellen, wenn du das hörst. Ja. Und in der deutschen Version ist es ja so, sie ist ja, die Kylie ist ja besessen von diesem Dämon, ich glaube Akira. Akira. Mhm. Zeigt gleich, sehr schön. Ja. Übrigens, immer wenn ich sage, ich glaube, weiß ich's und will nicht wie ein Klugscheißer wirken. Okay, Entschuldigung. Dann, und die hat ja dann eine andere Stimme. Weil diese Akira ja eine eigene Synchronstimme hat.
Ja. Und wenn Kylie da zu Eduardo geht, der so locker am Auto lehnt und so und macht ihn da irgendwie an, dann hat sie in der Deutschen die Akira-Stimme, die total wie eine alte Oma klingt. Ja. Und da Ja. sträuben sich die Nackenhaare. Ah. So gruselig. Ja. Ich finde das aber auch schöner im Original, wenn sie die Leute infiziert mit dieser Krankheit, dann sagt sie auch immer, feel my Ja, disease. Und das klingt so. Und im Deutschen, jetzt wirst du meine Krankheit zu spüren bekommen. Und du denkst dir die so, Übersetzung an sich schon ja. total bescheuert. Bitte? Die Übersetzung an sich schon total bescheuert. Da kannst du, als Ja, Sprecher eben. kannst du ja schon nichts draus machen und dann hat sie noch das möglichst Schlimmste draus gemacht. Ja? Du kannst ja spüre meine Krankheit oder so. Ja, Das ist doch eben, so das kann man doch einfach. auch. Das ist, jetzt wirst du meine Krankheit zu spüren bekommen. Da, da, Da da, hätte nur noch diese da, Latten da, da, gefehlt. da, da. Ja, so ungefähr. Übrigens ein schöner Gag auch in der ersten Folge bei der Szene, die du gerade genannt hast, wo Kylie Eduardo verführt ist, als sie sich dann küssen wollen und Roland und Garrett dann in dem Moment sagen: Nee, halt, stopp, sie ist besessen oder so, ne? Und Why er, she's oder, legal? nee, Moment, genau, sie sagt nur, ihr stoppt. Why? She's legal. Im Deutschen, warum? Sie ist doch volljährig. Das ist übrigens gar nicht stimmt. Ach ja. Denn die Kylie-Figur ist 17. Wird das auch in der Serie gesagt? Ich weiß es Das gar nicht mehr. so hieß es auf der offiziellen Internetseite, die Okay. ich glaube 15 Jahre lang online war, weil sich einfach keiner darum gekümmert und die keine offline genommen hat. Ja, Auch schön. 15 Jahre lang war eine uralte 90er Jahre Internetseite. Und die findest du immer noch im Internet und also wenn du bei den Wayback Machine, kennst du das? Nee. Also gibst du Wayback Machine ein und das sind halt so, ja, so Sammlungen alter Internetseiten, damit du dir die angucken kannst. Und dann kannst du noch Extreme Ghostbusters, kannst du noch aufrufen, immer noch. Nee, Ja, die ist okay. 17. Das war auch spannend. Ja, aber in der Serie anscheinend Mit trotzdem heute, volljährig. heute ist sie 37. Die Kylie. Nee, Moment mal, das lief ja bei uns 99, war aber da schon 2 Jahre alt, also ist sie 40. Nee, 39, wird jetzt 40. Wie geht's dir so alt wie Jo, dann ich? ist sie doch genau in deinem Ja, nee, Beuteschema. aber nee, ich bin ja vergeben. Ja, Ich gut hab ja so. eine wesentlich jüngere Freundin. Du Angeber. Ja, Midlife Crisis halt. Ein Porsche konnte ich mir nicht leisten. Mann, Timo, ey. Immer für einen guten Witz zu Ja. haben. Ja, muss. Ja. Nein, aber viel gemeckert über Extreme Ghostbusters, aber nach wie vor assoziiere ich die Serie auch mit einem wohlig warmen Gefühl des Nachhausekommens. Und das in ein renoviertes Nachhause, zu Hause. Weil, wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon öfter erzählt, Ghostbusters schien tot für ein paar Jahre, seit ein paar Jahren. Und damals war noch nicht absehbar, dass die Industrie irgendwann auf die Idee kommt, wirklich alles neu aufzulegen. Damals hatte man noch die Idee, dass, ja, wenn irgendwas verschwunden ist aus der Popkultur, dann bleibt es verschwunden und dann kommen neue Sachen. Und dementsprechend, als ich dann die Kunde wahrnahm von einer neuen Serie, war ich sehr begeistert und habe irgendwie dann, ich glaube, zuerst habe ich wahrgenommen in Form eines kleinen Schnipsels in einem Actionfigurenheft, wo von einem neuen Ecto 1 die Rede war, das ich mir vorbestellt hatte im Comicladen. Ein halbes Jahr später kam das dann auch. Ich habe diesen Spielzeug Ecto 1 von den Extreme Ghostbusters geliebt. Erstmal die geniale Umverpackung, das tolle Karton auf Extreme Design. Und dann, es gab damals noch keine richtigen Modellautos von dem Ecto und das war halt wesentlich detaillierter als der alte Kennerwagen, den man hatte. Und der hatte Licht- und Soundeffekte und auch hier wieder, geht mal auf ein Videoportal im Internet und gebt Extreme Ghostbusters Ecto 1 Toy oder so ein, guckt euch das mal an. Das ist ein cooles Ding. Ich hatte es auch Ewigkeiten gehabt und irgendwann ist es aus meiner Sammlung verschwunden und ich muss es mir mal wiederholen. Ich finde das cool.
Der hat doch auch hinten so eine große Falle drin, der hat hinten oder? Eine große, ja, der hat so viele Sachen. Ich meine, leider Gottes ist es auch so, das ist ein Spielzeug, das man auch eher nur hinstellen sollte, weil schnell geht's kaputt und fällt auseinander und so. Aber dafür konnte er ganz viel. Er konnte aus der Motorhaube schießen und hinten der die Stoßstange ist abgesprungen, also auf Knopfdruck, und wie gesagt, hatte Licht- und Soundeffekte und hatte diese Falle, die man öffnen konnte, und dann diese kleinen Geisterchen rein, die bei den Figuren dabei waren. Und der war schon cool. Und vor allem sah er halt auch aus wie der Extreme Ghostbusters Ecto 1, und das, der sah ja auch in der Serie nicht so aus wie der bekannte Cadillac. Der hatte ja ein ziemlich eigenes Design. Ja, stimmt. Das. Unverkennbar. Ja, und deswegen, also eigentlich würde es mich, um den werde ich mich, glaube ich, nochmal bemühen, weil der halt auch wirklich auch eigen ist. Und ich den auch assoziiere mit diesem Zeitpunkt, als es tot geglaubt war, und das war so das erste Stück Merch, das ich neu hatte, das dafür stand, dass Ghostbusters wieder neu aufkam. War dann nicht so im ganz großen Stil, aber ja. Dann, also, als ich die Serie gesehen habe, ich habe es ja alles aufgenommen, und ich habe dann halt, ich war so ein bisschen mehr hinterher als du. Ich habe mir schon gedacht, nach den ersten Folgen, als es dann auf einmal verschwunden ist aus dem Abendprogramm, dass das mit den Quoten zusammenhängen könnte, und habe dann halt so das Sat.1-Programm in den nächsten Wochen genau studiert, falls da irgendwas passiert. Und dann irgendwann lief es ja dann wieder. Und ich habe jede Folge begeistert aufgenommen und mir zigmal angeguckt, und das war halt wirklich so in der ersten Zeit, da war das halt nur so ein, oh, Ghostbusters ist zurück, yay, ich freue mich. Und es war noch nicht so ein kritisches Auseinandersetzen. Dann später kam das erst, als sich das dann so ein bisschen der Enthusiasmus gelegt hat. Aber das brauchte auch wirklich auch ein paar Jahre. Weil Ghostbusters ja auch über Extreme Ghostbusters eine Weile tot war, es tat sich ja nichts, man hatte halt nur das. Und so kann ich es halt auch sehen. Also wenn ich mir die Serie heute ansehe, dann kann ich mich entscheiden, ob ich mich halt aufrege über diese Sachen, die ich vorhin kritisiert habe, oder ob ich mich erinnere an die Gefühle, der Gefühle der Freude, die ich damals hatte, als es neu war. Und meistens entscheide ich mich für Zweiteres. Schöne Sache. Ja. Cool, ja. Oder? Ach, schade, meine Kylie-Figur, die Batterien sind langsam leer. Die sind alle. Was? Ja, die Action-Figur, die hat halt hinten in der Packung, die ist ja noch original verpackt, hat ein Loch, und da kann man so reingreifen und dann kann man auf den Knopf drücken. Und normalerweise leuchtet die dann und macht Geräusche, aber die ist, also, ist leer. Na toll. Und das jetzt im Podcast. Ja, sonst hätte ich euch das jetzt mal hören lassen. Schade. Hab mich so drauf gefreut. Das tut mir leid, jetzt muss ich dich. Jetzt hast du mich so enttäuscht. Ja, ich muss dich enttäuschen. Ja. Ja. Darf ich nochmal für mich und als Abschluss zusammenfassen, welchen Stellenwert die Serie für mich hat? Ja, sicher. Weil es für mich ein Herzthema ist, wie man vielleicht schon im Podcast gemerkt hat. Also für mich war der erste Moment, als ich davon gehört habe, die Hör zu, und als ich dieses Promo-Bild gesehen habe, und ja, auch in einer Zeit, wie du schon gesagt hast, wo Ghostbusters quasi tot war, totgesagt war, und man jeden Schnipsel aufgesaugt hat, der irgendwas in irgendeiner neuen Form irgendwie angekündigt hätte, und da kam das genau gelegen, und das hat mich total gehypt, und ich habe die erste Folge... Bitte? Can you handle it? Yes, I can. Ja, es war halt, ich habe diese neuen Figuren da gesehen, diese neuen Charaktere, und dachte mir, wow, wer sind die denn? Und ja, habe die erste Folge gesehen, abends mit einer Tüte Chips bewaffnet, Videokassette reingeschmissen, um es direkt mal aufzunehmen. Und ich war ja trotzdem ein bisschen skeptisch, ob das was wird. Und war nach der ersten Folge schon total begeistert und habe dieses Ghostbusters-Feeling gehabt und habe dann danach auch jede Folge aufgenommen. Hatte auch lange Zeit alle Folgen auf Kassette, inzwischen leider nicht mehr. Und jeder Moment, wenn ich diese Serie gesehen habe, war wieder so,
weiß nicht, war toll. Auch wenn die Folgen mal nicht so gut waren, es war halt Ghostbusters. Und ja, auch heute, wenn ich die Serie noch gucke, ich habe immer Angst gehabt, naja, vielleicht verliere ich da irgendwann so den Bezug zu, ne, wenn man irgendwann, wie du schon gesagt hast, auch kritischer wird. Und teilweise sehe ich auch manche Sachen der Serie inzwischen kritischer, als ich es vorher gesehen habe. Aber trotzdem merke ich immer wieder, die liegt mir einfach so verdammt am Herzen, diese Serie. Weil es halt für mich eben genau dieser Punkt ist, diese vier Figuren, die sich da zusammengetan haben. Das ist halt wie im wahren Leben auch. Manchmal trifft man irgendwo zufällig auf Leute und ja, sitzt dann gemeinsam im Boot und rauft sich zusammen, auch wenn man sich vielleicht nicht immer so grün ist. Aber irgendwie steht man Sachen gemeinsam durch und ich finde das eigentlich schön und es hat mir halt auch wieder vor Augen geführt, jeder kann irgendwie Held sein und das hat auch die Serie ganz, ganz toll ja, gemeistert und den Kindern vorgemacht, guck mal, auch wenn du behindert bist, im Rollstuhl sitzt, dann kannst du auch ein toller Typ sein. So, ne? Und finde ich wunderschön und ja, ich mag das immer noch sehr, auch wenn sie halt übermäßig politisch korrekt ist. Meine Frau meinte das auch letztens beim Gucken so. Aber die Serie ist aber ganz schön politisch korrekt, ne? Ich meine, da finden sich ein Rollifahrer, ein Gothic-Mädchen, ein Schwarzer und so ein Latino-Punk zusammen und bilden ein Team. Und ich habe gesagt, ja, das sind die neuen Ghostbusters. Und das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Oh. Dann sage ich jetzt nichts, dann sage ich jetzt nichts mehr. Nee, komm, sag was los. Nein, Ist also egal. ich finde auch, dass das ein schönes Schlusswort war. Ich wollte jetzt auch das nicht mit Kritik enden lassen, sondern wenn du diesen schönen Blickwinkel drauf. Ich muss ja dazu sagen, es ist. Ich mag es ja auch total trotzdem. Das ist, man kritisiert es halt nur, weil man das andere halt so sehr liebt und das halt. Ich habe ja durchaus das Ghostbuster-Gefühl. Das wäre das Allerschlimmste, wenn ich kein Ghostbusters-Gefühl dabei hätte. Aber ich habe halt die Musik, ich habe das Logo, ich habe die Vierergruppe, ich habe die Protonenstrahlen, wie die Protonenstrahlen klingen. Ich habe meinen Egon, ich habe meine Janine, ich habe einen Slimer, ich habe das Feuerwehrhaus, ich habe den Ecto 1, der cool aussieht. Ich habe eine schöne Next-Generation-Prämisse. Es ist alles da. Also, es ist eine unterhaltsame, coole Serie. Trotz allem. Ja, und ja, also die Serie gefällt dir so, wie sie dir gefällt, wie du es gerade gesagt hast, und dann, das ist ja, das reicht ja schon als an Existenzberechtigung. Das ist doch total schön. Das hast du schön gesagt. Ja. Ja, dann haben wir das. Nee, irgendwas habe ich noch Nicht? vergessen. Aber. Also, wie immer. Ja, aber wir haben jetzt schon, du hast so ein schönes Schlusswort schon vom Stabe irgendwie, das reiche ich vielleicht nach. Du, ich kann das auch noch mal umschneiden, dass es dann trotzdem zum Schluss kommt. Nein, nein, nein. Naja, auch hier gilt ja, irgendwann werden wir mal wieder über die Serie sprechen, wie über alle Sachen, die wir bisher auch schon besprochen haben. Ne, das wird uns weiter verfolgen im Podcast. Das wird uns weiter verfolgen. Für manchen Genau. ein Versprechen, für andere eine Drohung. Ach ja, was mir noch einfällt, das Ghostbuster-Comic, das jetzt rausgekommen ist, dieses One-Shot, von dem ich vorhin ganz am Anfang geredet habe, das gefällt mir visuell total toll. Erstmal find ich's grundsätzlich schön, dass ich nach all den Jahren eine neue Extreme-Ghostbusters-Geschichte bekomme. Ist ja nicht selbstverständlich. Alles andere war Real Ghostbusters oder Movie Ghostbusters. Und jetzt habe ich wirklich mal nur ein komplettes Comic-Heft, nur Extreme Ghostbusters, ein neues Abenteuer. Und den Illustrator finde ich so toll. Ist das Tim Letty? Ja, der ist Den finde fantastisch. ich großartig. Ich mag auch diesen. Er gibt ja nicht den Extreme Ghostbusters Cartoon-Stil wieder, genau wie das jetzt zum Beispiel der Dan Schöning machen würde. Aber ich finde, das passt auch total schön. Da könnte ich mir auch eine komplette Comic-Reihe vorstellen, die darauf basiert. Also von diesem Tim Letty würde ich gerne mehr Comics sehen. Ja, bitte, fände ich auch schön. Ich mag seinen Stil auch sehr. Ja. Vielleicht kommt er was, mal Jetzt gucken. habe ich Lust bekommen, das zu lesen. Jetzt werde ich mich anschließend noch in meinen Comic-Laden begeben und gucken, ob die das schon ausliegen haben. Sehr schön.
und ich werde die Folge schneiden. Ja, haben wir ja beide was zu genau. tun. Genau. Ich rufe dich in 2 Stunden an und frage, ob sie fertig ist. Ja, dann weiß ich, wann ich nicht dran gehen muss ans Telefon. Okay. Ja, Timo, wieder vielen Dank. War schön. Also auch wenn wir hier verschiedene Ansichten hatten, fand ich's toll, mit dir mal drüber zu quatschen. Mhm. Und ja, ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr über die Serie denkt. Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe ja schon hier und da gesagt, schreibt uns das und das in die Kommentare. Aber das wäre uns natürlich auch interessant. Was habt ihr für eine Beziehung zu Extreme Ghostbusters? Habt ihr überhaupt eine? Liebt ihr es? Hasst ihr es? Das würde uns interessieren. Weil ich glaube, da kommen unterschiedlichere Meinungen zusammen als bei den anderen Themen. Ja, das denke ich auch. Ja. Gut. Jawohl. Dann wünschen wir euch was. Ja, wir euch auch. Ja. Okay. In diesem Sinne, stay tuned. Wir kommen wieder. Oh. Tschüss. Nicht. Achso, ja, okay, tschüss. Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.